herzlich willkommen im Nachtcafé. Hallo zu Hause. Dankeschön. Dankeschön. Vielleicht kennen Sie das auch, liebe Zuschauer. Dankeschön. Und haben das auch schon mal erlebt. Vielleicht sogar in diesem Jahr. Danke. Sie sind im Sommerurlaub und fühlen sich auf einmal ganz anders. Und Sie fragen sich, warum kann das nicht häufiger so sein? Warum soll ich mich mit meinem Alltag abfinden, wenn das Leben doch auch ganz, ganz anders sein kann? Sehnsucht nach einem neuen Leben, das ist unser Thema heute im Nachtcafé. Und ich begrüße sehr herzlich Dietmar Dicko. Hallo im Nachtcafé. Bei Ihnen schlummerte jahrelang der Traum von einem Leben mit Sonne, Strand und Meer. Vor 13 Jahren haben Sie es gewagt und sind ab in den Süden. Welche Rolle dabei eine Mühle und der selbstgebackene Apfelkuchen Ihrer Frau gespielt haben, aber auch welch rauer Wind Ihnen bei Ihrer Auswanderung zeitweise entgegenkam, davon erzählt uns heute Dietmar Dicko. Herzlich willkommen. Willkommen nochmal. Ihrer geliebten Schwäbischen Alb den Rücken kehren, das käme für Sie, Willi Wolf, nicht mehr in Frage. Auch Sie hatten mal den Traum von Kanada, aber bereits nach 3 Wochen war das Heimweh stärker. Ihr Wildwest-Feeling haben Sie sich aber bewahrt und in Ihre Heimat geholt, denn Sie züchten mitten auf der Alb, ja, Wasserbüffel. Ich begrüße den Mann, der dem Schwabenland einen Hauch vom Wilden Westen verpasst hat, den Sitting Bull von der Alb, Willi Wolf. Gabriele Noack. Noch vor 5 Jahren sah ihr Leben wie im Bilderbuch aus. Sie führten eine glückliche Ehe, hatten ein gesundes Kind. Auch beruflich lief alles genau so, wie sie es sich vorgestellt hatten. Doch dies hatte abrupt ein Ende, als ihr zweites Kind schwerbehindert zur Welt kam. Plötzlich waren all ihre Zukunftsträume zerplatzt. Eigene Wünsche und Ziele hatten kaum noch Platz. Denn was zählt, ist nur noch die Pflege und das Überleben Ihres Sohnes. Haben Sie Sehnsucht nach Ihrem alten, unbeschwerten Leben? Ich begrüße ganz herzlich Gabriele Noack. Jetzt oder nie war Ihr Gedanke, Kerstin Joos, als Sie sich entschlossen haben, mit einem neuen Leben auf Sri Lanka durchzustarten. Denn Sie hatten sich nicht nur in traumhafte Strände, sondern auch in einen einheimischen Hotelier verliebt. Doch sehr schnell schlugen Sie von Wolke 7 auf den Boden der Tatsachen auf. Denn Ihre große Liebe brach nicht nur Ihr Herz, sondern erleichterte auch Ihr Konto. Doch damit nicht genug. Wir sind gespannt auf die Erfahrung von Dr. Kerstin Joos. Herzlich willkommen. 16 Jahre lang haben Sie, Dr. Jörg-Uwe Neumann, Ihren Patienten auf den Zahn gefühlt. Doch bei Ihnen schlich sich immer mehr das Gefühl ein, ich lebe in einem Korsett und bin fremdbestimmt. Als Ihr Bruder an Krebs erkrankte, wurde Ihnen umso mehr die Endlichkeit bewusst. Sie hängten Ihren Zahnarztkittel an den Nagel und sind nun, obwohl völliger Quereinsteiger und Kunstlaie, Direktor der Kunsthalle in Rostock. Wie es dazu kam, erzählt uns Dr. Jörg-Uwe Neumann. Raus aus dem grauen Alltag und mit Vollgas noch mal ganz neu durchstarten, Dr. Christian Peter Dux. Ihre Sprechstunde ist gefüllt mit Menschen, die von einem Ausbruch aus ihrem bisherigen Leben träumen. Denn durch Internet und Medien, so sagen sie, werden in uns permanent aufgesetzte Sehnsüchte geweckt. Das sorgt für eine Dauerunzufriedenheit, die krank machen kann. Welche Lösungsansätze Sie in Ihrer Klinik für ein wirklich zufriedenes Leben anbieten, das hören wir heute Abend von Dr. Christian Peter Dux. Herzlich willkommen. Herr Dicko, Sie leben jetzt schon ein paar Jahre im Süden und sind heute extra von der Insel Kos zu uns gekommen. Hatten Sie denn ein bisschen Heimweh nach Deutschland? Ein bisschen Sehnsucht nach Deutschland? Ich war vor 2 Jahren das letzte Mal in Deutschland, ja. Eigentlich nicht wirklich. Hält sich in Grenzen, ne? Hält sich in Grenzen, deswegen ja. Leben Sie ja wahrscheinlich auch schon ein paar Jahre im Süden. Ich glaube, es gibt viele, ob hier in der Runde oder auch hier im Nachtcafé, die kennen diese Sehnsucht, die
diese Sehnsucht, vielleicht in der Sonne zu leben, die Sehnsucht nach dem Süden, nach einer anderen Lebensart. Seit wann haben Sie diese Sehnsucht in sich? Eigentlich schon als 20-Jähriger, wo ich das erste Mal das Meer gesehen habe. Ach, war es die Sonne oder das Meer? Was fasziniert Sie denn am meisten? Es war erst das Meer, da war ich in der Bretagne. Und dann, das hat einen nicht losgelassen. Und dann bin ich so oft ich konnte in Urlaub gefahren, manchmal zweimal im Jahr. Und dann, ja, dann habe ich auch Tauchkurs gemacht. Und dann, das hat mich einfach gefesselt auch. Ich meine, Urlaub haben hier ja viele erlebt. Ja, und dass man dann in der Sonne ist und fühlt sich wohl. Aber war da bei Ihnen auch schon so dieses Gefühl, ja, ich glaube, hier gehöre ich her. Hier bin ich wirklich zu Hause? Genau so, ja. Ja? Ich fühlte mich wohl. Und auch, ich wollte auch nie nach Hause. Für mich war 3 Wochen Urlaub gar nichts. Andere sprachen immer davon, ja, ich bin jetzt froh, nach Hause zu kommen, wieder Familie und so. Das war bei mir nie so. Das war immer so ganz, ich war gerne unterwegs, ja auch, ja. Wenn wir darüber reden, über dieses Fernweh, über diese Sehnsucht, auch nach Sonne, kennen Sie das, dass es Sie in die Ferne zieht? Überhaupt nicht? Überhaupt nicht. Nein, ich hatte es also jetzt gerade, wo er erklärt hat, 3 Wochen Urlaub, das wäre also der absolute Horror für mich. Am liebsten gar nicht oder am liebsten länger? Am liebsten doch, 1 Tag oder 2 Tage. Aber ich glaube, jeder Mensch, der da irgendwelche Verantwortungsgefühle hat für das, was er daheim hat, den zieht es auch wieder heim, weil... Das hat man ja einfach noch am Recht, der Gucker. Fangen wir noch mal früher an. Sie sind eben nicht im Süden groß geworden, sondern in Nordrhein-Westfalen, in der Nähe von Bergisch Gladbach. Genau. Wie heißt der Ort noch mal? Seelbach bei Kürten. Okay, Seelbach bei Kürten. Ja. Und war es da denn nicht schön? Ich sage nicht, dass das nicht schön war. Aber ich habe dann diese Wetterlage und so, die ging mir eigentlich schon beim Rasenmähen als junger Mann auf den Keks. dieses Warten auf den Sommer. Und ich glaube, im Hinterkopf hat man immer so den Gedanken und geht in die Richtung, was man gerne machen möchte. Und diesen Weg, wenn einem eine neue Richtung gegeben wird oder vorgegeben, dann geht man den einfach. Und dann ergibt sich das irgendwann. Sie haben ja Elektriker gelernt, haben dann noch mal umgeschult zum Drucker. Sie haben geheiratet, sind ja immer wieder in Urlaub gefahren. Das haben Sie ja auch schon angedeutet, das Meer, die Sonne. War denn da auch schon irgendwann die so vom Auswandern die Rede? War das Thema? Nein. Das wirkliche Auswandern, das hatte ich immer. Ich bin damals auch mit dem Wohnmobil nach Sizilien immer so gefahren. Da hatte ich auch den Plan, ein Haus zu kaufen. Und das war immer in mir drin, das weg oder im Süden zu leben. Das habe ich nicht aufgegeben. Und ich lernte meine Frau, die jetzige Frau, kennen. Und die sprach bei unserem Kennenlernen Karneval vom Auswandern. Wenn so ein Traum in jemandem drinsteckt, und hier steckt er ja drin, würden Sie immer sagen, lebe deinen Traum? Mach das dann auch? Das würde ich nicht immer sagen, weil ich muss natürlich schauen, ob das, was ich träume, auch meinen Realitäten entsprechend ist. Und was ich halt oft erlebe, sind Patienten, die haben Träume und vergessen darüber, in der jetzigen Welt zu leben. Und was halt gefährlich ist, wir reden ja nur von Träumen, von Wünschen, die in der Ferne sind. Und für mich ist es erstmal wichtig, als Therapeut die Leute in das Hier zu bringen. Also lebe deinen Traum hier, wäre sehr mehr der Gedanke. Es ist mir sehr sympathisch, dass er auf der Schwäbischen Alb ist und dann seine Rinder da fliegt und dann geschaut hat, dass es da macht. Aber Sie kennen das ja auch. Sie sind heute Experte, aber Sie haben ja auch eine Lebensgeschichte. Ich glaube, mit 20 wollten Sie mal nach Brasilien trampen. Wie ist das da gelaufen? Oh, das habe ich auch gemacht. Ich meine, es gibt ja so Träume, die kannst du auch umsetzen. Mhm. Das ist immer die Frage, wie weit Sehnsüchte realisierbar sind. Und solange die Realität sich an die Sehnsüchte anpasst und du die Sehnsüchte an die Realität, dann macht es dich nicht krank. Was krank macht ist, oder was regelrecht krank macht, ist, wenn du Sehnsüchte hast, die unerfüllbar sind. Und dann gibt es ja noch so eine Eigenschaft von Sehnsüchten, die ich oft erlebe, dass wenn die dann erfüllt werden, dann ist es nicht mehr zufrieden. Dann hast du die nächste Sehnsucht. Und das ist ja sowas, was durch Internet, was durch die modernen Medien unheimlich weiter gesteigert wird. Du kommst nie an. Aber wenn Sie sagen, such dein Glück im Hier, dann wäre er ja nie weggegangen. Ich bin angekommen. Also ja, ich aber kann Sie, da konnten überhaupt auch, nicht. Sie konnten auch gehen. Das Entscheidende ist, dass Sie eine Sehnsucht hatten, die umsetzbar war. Ja, aber man kann ja, muss ja Wege finden, dass es umsetzbar ist. Was waren denn Ihre ersten Schritte?
dann, als Sie wirklich dann entschieden haben, jetzt ziehen wir weg? Ja, meine Frau sagte, sie war mal in Kos, in einem schönen Ort, Kefalos. Da fahren wir mal in den Urlaub. Mhm. Und dann sind wir da hingefahren und da fingen auch so gemeinsame Träume an. Wir gingen am Meer und dann kam so auch zu Hause der Gedanke, soll man nicht dahin ziehen, erst mal dahin ziehen und probieren wir mal, ob wir da leben können, ob wir mit den Leuten zurechtkommen, ob wir das überhaupt mögen. Und dann ein Jahr später, oder das war immer so Schritt für Schritt, das war ja auch nicht einfach, dann haben wir uns eine Wohnung gemietet da von einem Griechen, der hat uns das auch angeboten, die kostete auch nicht viel. Und da sind wir 9 Monate. Ja, in dieses Dorf. Und wie ist das so? Wir reden hier ja auch viel von Integration. Ja. Wie hat das bei Ihnen geklappt? Mit Sprache, mit Integration? Das Griechisch beherrsche ich bis heute nicht. Das ist auf Englisch. Also gerade jetzt auf dieser Insel wird sehr viel Englisch gesprochen. Es ist auch heute noch so, dass wenn ich im Winter nach Kos gehe, da spricht jeder Englisch mit mir. Ich sehe einfach nicht aus wie ein Grieche, glaube ich. Und dann kam irgendwann ein Grieche auf Sie zu und hat gesagt, da gibt es ein Grundstück. Genau. Da steht eine Mühle drauf. Und da war der eigentliche Punkt, wo ich sagte, eine Mühle, das ist gut. Da könnten wir jetzt ganz hier bleiben und dann Kaffee reinbauen. Mhm. Mhm. Und dann haben wir diese Mühle 4-5 Tage später besichtigt und dann kam auch der Besitzer mit und dann, wir hatten schon so Vorstellungen und dann standen wir in dieser Mühle, die war natürlich bruchreif und dann standen wir da drin. Und dann sagte er, möchte aber nicht, dass wir ein Geschäft reinmachen und da wäre auch nur 4 Quadratmeter rundherum Land. Das war sowieso schwierig. Und dann waren wir eigentlich enttäuscht. Und dann waren wir zu Hause. Traum geplatzt. Mhm. Und dann sagte meine Frau, du kannst doch so eine Mühle bauen. Das war ihre Idee. Und dann, das hat mich nicht mehr losgelassen. Und dann haben weil ich dann gedacht habe, doch, da fühlt sich in der Lage zu, ja. Sie haben dann 4,5 Jahre diese Mühle gebaut. Wir sehen jetzt hier auch Bilder. Immer wieder im Winter waren Sie auch wieder in Deutschland arbeiten. Wie sehr war das Leidenschaft, aber auch Risiko, sowas dann anzugehen? Ich konnte ja nichts verlieren. Mhm. Ich hatte ein Grundstück, was auf einem guten Position stand. Das hätte ich verkaufen können. Sieht herrlich aus, oder? Mhm. Muss man echt sagen. Also, als Sie dann fertig waren und hatten alles schön gebaut und jetzt ist der erste Tag, stelle ich mir so vor, Sie machen das Café auf, dann gibt es wahrscheinlich Kuchen dann und leckere Sachen. Ja. Sind die Leute Ihnen denn dann gleich die Bude eingerannt? Oder? Nein, überhaupt nicht. A, war die Bepflanzung überhaupt noch nicht vorhanden. Ich habe immer damals gesagt, die Cola-Dose, die steht da in der freien Landschaft, da kann doch kein Mensch vorbeikommen. Das habe ich so systematisch aufgebaut und Schilder aufgestellt. Ja, und wie war das dann, wenn Sie da erstmal so gesessen haben, schöne Aussicht, aber keiner kommt? Ja, wir hatten immerhin am ersten Tag 6 Personen. Ne? Ach ja. Ja, immerhin. Immerhin, ne? Ja, ja, genau. Ja, das ist dann immer weiter so entstanden. Und dann ging es Jahr für Jahr immer weiter. Es verdoppelte sich manchmal fast, ja. Und wir mussten auch mehr arbeiten. Ganz wichtigen Punkt, dass sie ihre Sehnsucht schrittweise angepasst haben. Richtig, ja. Nicht? Also Sie haben nicht Leib und Leben riskiert und sind da völlig im freien Fall gewesen, genau. Sondern Sie haben geschaut, was ist umsetzbar und dann haben Sie es wirklich auch gelebt. Ja. Und das erscheint mir ein sehr gesunder Weg zu sein, weil Sie nie abgehoben sind. Nicht? Ja. Und das erlebe ich bei vielen anderen anders, dass die Riesensehnsucht haben. Gibt es ja auch, glaube ich, so eine Sendung, die Auswanderer oder sowas, die regelmäßig in Mallorca stranden. Und wo eben da einfach der Realitätsbezug nicht da ist. Und das finde ich bei Ihnen sehr gut, dass Sie es so angepasst haben. Wenn Sie diese Sendungen ansprechen, die sind ja sehr erfolgreich. Ne? Ja. Und das scheint ja dafür zu sprechen, dass viele so einen Gedanken haben. Warum gibt es diese Sehnsüchte denn überhaupt? Also ich glaube, diese Sendungen sind erfolgreich, weil die Menschen viel Spaß daran haben, zu sehen, wie andere scheitern. Ja. Das ist was wir haben. Also wir haben unsere Schadenfreude. Wir haben es ja mit dem Gaffen auch. Nicht? Mhm. Also bei ganz und Leute haben eine große Freude daran zu sehen, wie Menschen scheitern. Das ist, glaube ich, mehr so der, also wenn da welche mal Erfolg haben, ist es, glaube ich, eher langweilig. Langweilig, aber, nicht? Aber ich werde auch bewundert. Aber Sie sind ja auch nicht gescheitert. So ist das nicht. Sie sind ja nicht gescheitert. Ja. Und Sie haben das ja wirklich Stück für Stück angepasst und Sie haben vorhin so schön gesagt, ich habe da nicht viel riskiert. Ich hätte immer wieder zurück können. Richtig. Das finde ich eine sehr realistische Also ich wollte nicht in ein gnadenloses Loch fallen. Ja. Das ist nicht meine Art. Ja.
Kos ist ja bekannt, die Insel als Urlaubsparadies. 2015 haben wir aber auch noch im Kopf, waren Zehntausende Flüchtlinge da, die ja auch angetrieben sind von einer Sehnsucht nach einem neuen Leben, nach einem anderen Leben. Wie sehr hat Sie das beschäftigt? Wie sehr hat das auch auf Sie ausgewirkt? Ich glaube, es waren auch nur die Hälfte der Touristen. Also die Flüchtlinge haben wir da gar nicht gesehen. Mhm. Die waren ganz zentral in Kos selber und das nur am Hafen. Also ich habe fast nie, ich hätte hinfahren müssen. Und was voriges Jahr war, da waren natürlich sind die Gäste ausgeblieben, weil sie aufgrund dessen, dass die Flüchtlinge da waren, haben sie gedacht, im anderen Jahr sind sie wieder da. Aber sie waren weg. Sie wurden aufgeteilt. Sie sind ja dann, wie wir wissen, überall hingekommen. Und zurzeit haben wir fast gar keine mehr. Sehen wir denn daran aber auch, dass es schon unterschiedliche Qualitäten von Sehnsüchten gibt? Also manche Sehnsüchte mögen ja auch so eine Art Luxussehnsüchte sein, wenn man sieht, dass andere eine Sehnsucht haben nach einem sicheren Leben. Also wir sind auch so auf zwei Ebenen unterwegs. Mhm. Für mich gibt es ganz primäre Sehnsüchte. Das ist sowas, was wir als Psychiater sagen, was die Seele als Nahrung braucht, ist so die Sehnsucht nach Geborgenheit, nach Herzlichkeit, nach Wärme, nach Aufgehobensein, Leichtigkeit und Sicherheit. Also Sicherheit, ein ganz großes Thema jetzt gerade auch vor den Wahlen. Diese große Sehnsucht, die wir haben nach diesen Primärbedürfnissen. Und dann kommen die Sekundären, wo wir sagen, ja, wenn die erfüllt sind, und sie sind ja mit ihrer Frau darüber gegangen, also sie haben eine Beziehung gehabt. Und wenn diese Primärbedürfnisse erfüllt sind, dann kann ich weiter in die Ferne schweifen auch. Ja. Und dann kann ich mir sozusagen das andere erlauben. Und das ist nochmal ein großer Unterschied. Das sind sozusagen Luxussehnsüchte, über die wir gerade reden. Wichtig ist erstmal zu schauen, dass ich die Primären befriedige. Was ich immer sehe, die Menschen werden krank, weil sie nicht die Sehnsüchte ihrer Seele leben. Und das ist wirklich die Sehnsucht nach Geborgenheit, dieses Aufgehobensein und Familie. Und wir laufen, also wir kriegen ja auch, das ist ja das Problem der Verkaufspsychologie, die verkaufen uns ja ständig Sehnsüchte, die wir gar nicht haben. Wer dass wir auch einen Porsche kaufen müssen. Die Sehnsuchtsindustrie? Die Sehnsuchtsindustrie, so können wir es sagen. Dass wir diese weiten Reisen machen müssen, dass wir, was wir alles brauchen. Und die gehen mit ihren Sehnsüchten rein und wir denken, wir brauchen das. Und da werden Sehnsüchte geweckt. Aber was wir vergessen ist, das sind die primären, die wirklichen Bedürfnisse, nämlich die nach Nähe und Familie. Und das fällt uns bei meinen Patienten, denen fällt es mit 65 auf. Wenn sie alle anderen Sehnsüchte befriedigt haben, dann sehen sie, Familie ist kaputt gegangen, alle Strukturen sind auf der Strecke geblieben. Dann sieht man, was wirklich wichtig ist. Jetzt leben sie vielleicht in der Karibik, aber völlig im leeren Haus. Oder ich habe letztens ein Ehepaar gehabt, die haben alles verkauft in Deutschland, haben dann diese Weltumsegelung gemacht, das tolle Schiff. Was haben sie verloren? Alle ihre Freunde, alle Strukturen. Und sie haben das aufgegeben, was wir wirklich als Menschen brauchen. Und da ist es ganz wichtig, denke ich, dass wir nicht anfangen, uns zu verlaufen. Und das ist eine große Gefahr. Ja? Sie sind offensichtlich ja bei sich geblieben, haben sich nicht verlaufen. Nein. Wenn Touristen sich auch nicht zu Ihnen verlaufen, sondern ganz gezielt zu Ihnen kommen, gibt es da auch mal Leute, die sagen, ach Mensch, so wie Sie das hier machen, genau so würde ich das den eigentlich... Den ganzen Tag. Den ganzen Tag. Ja, aber die haben nicht gesehen, wie Sie die Mühle gebaut haben. Nein, nein. Ich sage es Ihnen auch, dass es knochenhart ist. Eben. Es hat nichts mit Leichtigkeit zu tun. Es ist, man muss sich jeden Tag weiter anfordern und antreiben. Das hat, Auswandern hat wirklich nichts mit Lockerheit zu tun. Also ist das, würden Sie dann sagen, es ist heute einfach nur eine andere Form von Alltag oder leben Sie schon Ihren Traum? Ich lebe meinen Traum, absolut. Ja. Ja, ich fahre dann morgens, fahre ich dann immer einkaufen, so die Kleinigkeiten, die noch fehlen, wie Brot. Und dann jeden Tag kann ich noch sagen, toll, toller Ort. Ich habe das Gefühl also nicht verloren zudem. Ich fühle mich nicht mehr wie ein Urlauber, aber ich weiß es zu schätzen, was ich da habe. Also wirklich, da bin ich dankbar für. Ich habe auch was dran getan, so ist es nicht. Ich habe auch schwer dran gearbeitet. Es war nicht nur ein Wunsch. Entschuldigung, wenn ich noch mal sagen, ganz wichtiger Punkt, dass Sie für Ihre Sehnsucht was getan haben. Ich kenne halt viele Menschen, die haben die Sehnsucht, tun aber nichts. Ja, also wir haben ja zwei Eigenschaften. Menschen sind bequem und feige und sehnen uns immer nach vielen Dingen, aber bewegen uns nicht. Und das finde ich großartig, dass Sie viel gemacht haben, um das umzusetzen. Ja. Herr Wolf, wir reden über diese Sehnsüchte. Sie haben schon angedeutet, es zieht Sie gar nicht weg, nur mal einen Tag. Diese Sehnsucht, wegzugehen, können Sie die denn verstehen? Können Sie das überhaupt nachvollziehen? Weil Sie die noch nie so gespürt haben. Überhaupt nicht.
Das ist ganz einfach. Ich glaube, die Leute, die sehen immer, wenn sie irgendwo sind, nur das Schöne. Mhm. Und man muss sich da, glaube ich, selber muss man daran schaffen, dass man da, wo man ist, auch das Schöne sieht. Mhm. Das ist ganz wichtig. Man kann, was weiß ich, er hat vorher irgendwas gesagt, dass ihn das immer angekotzt hat, mit dem Rasenmäher, bis dann irgendwann mal der Sommer kommt. Ja, das Leben besteht nicht nur aus Sommer. Das Leben besteht aus allen vier Jahreszeiten. Und die muss man ganz einfach dann diese Jahreszeiten auch genießen. Und aufs Mal ist das gar nicht mehr so schlimm, wenn man dann daheim bleibt. Wie weit wohnen Sie? Ich kannte meine Heimat auch sehr gut. Ich kannte auch jeden Baum und jeden Strauch. Ich habe das auch gemocht in Deutschland. Wie kommt es eigentlich, dass manche sehr heimatverbunden sind, andere es zwar mögen, aber trotzdem Fernweh haben? Liegt es an der Gegend? Liegt es an den Leuten, mit denen man zusammen ist? Also ich glaube, es liegt sehr stark an den Leuten, wie verwurzelt sie sind. Mhm. Also es gibt ja auch Regionen, wir wissen, die Saarländer verlassen das Saarland nie. Ja. Ist hier ein Saarländer, ist hier eine Saarländerin? Und wenn, dann fährt er wieder zurück heute Abend. Also das ist, und ich glaube, die Schwäbische Alb ist auch was sehr Heimisches, dass man da ist, glaube ich, und sehr verwurzelt ist. Und natürlich, wenn man auch seine Verwirklichung findet, was wesentlich ist, dass sie was gefunden haben. Wenn sie jetzt auf der Schwäbischen Alb gewesen wären, dann hätten irgendwie Getränke verkauft, dann wären sie nicht geblieben. Aber sie haben was gefunden, wo sie sich verwirklichen konnten. Wie weit wohnen Sie denn entfernt von dem Ort, wo Sie aufgewachsen sind heute? 3 Kilometer. 3 Kilometer. Ja, warum auch nicht? Ja. Also, Herr Dr. Dox hat ja schon angefangen zu sagen, die Saarländer sind so. Und, was würden Sie sagen, wie sind die Menschen auf der Alp? Was ist das so für ein Menschenschlag? Ich weiß nicht, ob man das so wirklich verallgemeinern kann, aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist der Alp schon ziemlich bodenständig. Mhm. Vor allem, was bei uns sehr verbreitet ist, dass er arbeitsam ist und nicht gleich alles nachschmeißt und glaubt, dass das Alleinseligmachende irgendwo anders liegt, sondern mit den Gegebenheiten. Weil das haben wir einfach gewähnt. Wir sind von der Natur her sehr benachteiligt da oben. Und weil da muss man einfach mit den Gegebenheiten zurechtkommen. Und einfach ab und zu bei manchen Sachen, wie man bei uns sagt, Arschbacken zusammenklemmen. Und durch. Ja, und durch. Ja. Und siehe da, nach dieser Zeit, da kommt einfach auch wieder eine Zeit, die wesentlich angenehmer ist. Und komischerweise prägt sich bei einem Menschen immer die angenehme Zeiten wesentlich stärker im Gehirn ein, zumindest bei mir ist das so, wie die schlechten Zeiten. Ja. Und dadurch kriegt man eine positive Einstellung zum Leben. Ja. Und wenn man diese positive Einstellung zum Leben hat, ich weiß nicht, manche Leute sehen das vielleicht ein bisschen anders, aber wenn man sich diesen Traum verwirklicht hat, sieht es optimistisch, ist zufrieden, ja, dann ist man auch ein gesunder Mensch. Jetzt ist es ja so, Entschuldigung. Ja, und wir haben vor der Sendung die Minuten genossen da oben auf dem Dach, wo ich meine Zigarette geraucht habe, noch in aller Ruhe und Kaffee dazu. Ich bin natürlich angeguckt worden wie ein Aussätziger, ja, als Raucher. Ich muss hier sagen, seit 50 Jahren starker Raucher, lebe nur von Schwarztee, wollte unseren Hausarzt jetzt, bevor er in Rente gegangen ist, noch mal besuchen, weil das letzte Mal bin ich bei ihm, wo er seine Praxis angefangen hat. Und das sind nunmehr über 30 Jahre. Ich glaube, das hängt ganz stark zusammen, ob ein Mensch zufrieden ist, wenn er das, was ihn belastet, auch ab und zu rauslässt. Ja? Also auch mal Dampf ablassen? Ja, aber garantiert. Ja? Und dann fühlt man sich wohl und fühlt sich gesund und ist auch gesund. Jetzt ist es ja so, Sie waren ja nicht nur daheim. Sie waren auch mal in Kanada. Jetzt erzählen Sie mal, wie war es denn da? Ein Freund von mir ist vor, ich glaube, 35 Jahren ist der ausgewandert nach Kanada. Und den habe ich mal besucht. Und dann habe ich gedacht, also als Bauer natürlich ist das ja weites Land. Ja.
der Traum eines jeden John Wayne-Fans, ja, so, durch die Prärie-Reiter. Ja. Ich war fast gute drei Wochen in Kanada unterwegs mit dem Wohnmobil. Bin dann aber auch gern wieder heimgegangen auch, ja. Und als ich dann zu Hause war, habe ich mir überlegt, was hast du jetzt gesehen in Kanada? Ja, jetzt sind wir gespannt. Ja, und es war ganz einfach. Am ersten Tag, es waren riesige Wälder in Kanada und wunderschöne Seen. Am zweiten Tag, riesige Wälder, wunderschöne Seen. Und so ist das 3 Wochen lang gegangen. Ich möchte da jetzt noch was dazu sagen. Und wenn ich heute mit dem Gaul unterwegs bin, ja, diese abwechslungsreiche Landschaft, wie wir sie haben auf der Schwäbischen Alb, ja, die finde ich sonst nirgends auf der Welt. Das also ist der schönste Ort für Sie. Es erscheint hier vielleicht so ein bisschen, als wäre ich da hinne, der Hinterwälder. Überhaupt nicht. Da, ich kann da auch damit leben. Ja. Ich war schon viel unterwegs in meinem Leben, ja, und habe schon viel gesehen, aber diese abwechslungsreiche Landschaft, die wir auf der Alp oben haben, sonst noch gar nicht gefunden. Also wirklich noch gar nicht auf der Welt. Also so wie Sie auftreten, würde ich nie auf hinterwäldlerisch kommen, weil Sie das ja auch so darstellen, dass es eine bewusste Entscheidung ist. Ist ja nicht so, als könnten Sie nichts anders sehen, sondern Sie sagen, ich fühle mich hier am wohlsten. Und jetzt züchten Sie auch noch Büffel, und zwar Wasserbüffel. Nun denke ich, auf der Alp ist eher bekannt, dass es da ein bisschen trocken ist. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, jetzt Wasserbüffel zu züchten? Das sagen Sie also vollkommen richtig. Die Schwäbische Alb ist die wasserärmste Region Deutschlands. Da bietet sich so ein Wasserbüffel eigentlich nicht. Ich entsinne mich da ganz genau, ein Freund von mir, wir haben also vorher haben wir Angus gehabt und irgendwie ist das nicht mehr ganz so richtig gelaufen. Und ja, dann sagt ein Freund von mir damals, da gibt es einen in Norddeutschland oben, der züchtet Wasserbüffel. Ja. Da sage ich, genau das brauchen wir auf der Alp, wo es kein Wasser geht. Ja. Dann sagt er zu mir, du, guck dir das mal an, weil der Zitronenfalter legt auch keine Zitronen zusammen. Das ist vielleicht bloß der Name. Ja. Ich habe mir das damals angeguckt, da oben bin ich, da war ich 3 Tage unterwegs. Ja. Und bin heimgekommen und habe gesagt, jawohl, die Viecher sind's. Ich weiß halt auch, warum das Wasserbüffel sind, weil der Büffel hat keine Schweißdrüse. Das heißt, er kann halt schwitzen. Und wegen dem braucht er Wasser. Der braucht Wasser. Wasser. Ja, wir haben also in der Zeit, wo es richtig warm ist, brauchen wir am Tag zwischen 30.000 und 40.000 Liter Wasser. Ja, das ist also schon. Jetzt haben Sie das so bildreich beschrieben. Jetzt wollen wir auch ein paar Bilder sehen. Ja, wir sehen jetzt mal Sie mit den Tieren. Ist das denn, ich habe gerade gesagt, Sie sind der schwäbische Cowboy. Ist das so auch ein bisschen Freiheitsgefühl, das Ganze? Das ist absolute Freiheitsgefühl. Ja. Ja. Was für einen Charakter haben denn eigentlich die Wasserbüffel? Oh, jetzt, das ist aber, das sind Sie nicht, ne? Nein, das ist mein Junge. Ah, Ihr Sohn. Der Alp muss zu Fuß laufen. Was haben die denn für einen Charakter, die Büffel? Es ist also bewiesen, der Büffel hat keine Schweißdrüse und keinen Stress. Überhaupt keine Stresshormone. Mhm. Bewiesen. Also eher gelassene. Ja, er ist aber gewalttätig wie Sau. Das heißt also, wenn er irgendjemand nach will, noch baut er da. Gewalttätig. Ja, ja. Er setzt sich durch. Und ich glaube, von daher gesehen. Aber wenn Sie da so zwischen 300 Büffeln dann rumlaufen und die setzen sich alle durch, das hört sich ja auch nicht so an. Ja, aber das haben Sie ja wahrscheinlich gesehen. Ich bin niemals dazwischen drin, wäre ohne Stecke. Ja, ja. Ja. Also einen Meinungsverstärker sollte man also alle Welt mitnehmen. Ich meine, Sie haben ja gesagt, Sie sind die Leute bei Ihnen, die arbeiten viel. Weil nicht das hier durch die Bilder, Sie sagen, es ist Freiheit.
Aber Sie müssen ja auch schaffen und dann, wie Sie sagen, bei welchem Wetter auch immer, das muss man ja auch betonen, so wie Sie auch gesagt haben, da steckt Arbeit dahinter, wenn man so einen Traum erfüllen will. Ne? Ja. Wann ist die Arbeit am härtesten, im Sommer oder im Winter? Im Sommer ist natürlich schon ab und zu heftig, weil, wie gesagt, wir müssen ja das Winterfutter auch für die Viecher machen. Mhm. Wir machen Silage, Rundballensilage und da brauchen wir 2.500 Rundballen. Da muss man also im Sommer muss man da fahren, bis, ja, oft bis wieder hell wird im Morgens. Aber ja, dann kommen wieder ein paar Tage, wo es regnet und dann kommen noch wieder ein bisschen Gruber. Es ist einfach schön zu hören, wie gut es Ihnen geht. Das muss man einfach mal sagen. Ich glaube, Menschen, die so in sich ruhen, die kommen nicht zu mir. Die kommen nicht zu mir in Behandlung. Was kann man Was sind es denn für Leute, die zu Ihnen kommen? Kann man da überhaupt Muster erkennen? Sind die besonders erfolgreich, weniger erfolgreich? Keine Ahnung. Was erkennen Sie da? Sind es mehr Frauen? Sind es mehr Männer? Naja, das Bekannte ist in der Psychosomatik, mehr Frauen sind als Männer. Das liegt aber daran, dass Frauen eher zulassen können, dass sie was Psychisches haben. Männer haben was Richtiges, Organisches. Ja, sie kriegen Herzinfarkt oder sowas. Dann kommen die auch mal. Dann kommen sie auch. Aber es ist so, dass man halt sagt, es kommen natürlich viele Menschen, die halt einfach überzogene Vorstellungen haben, die nicht zufrieden sein können mit dem, was ist. Also was wir fast immer finden, ist, dass jemand anders sein möchte, als er ist. Und was wir auch haben, ist es ja verrückt eigentlich. Die Farbigen wollen weiß sein, die Weißen wollen farbig sein. Also wir Deutschen legen uns in die Sonne, um braun zu werden. Und ist immer das Gegenteil von dem, was wir eigentlich haben. Es ist irre, dass wir oft immer Sehnsucht haben nach den Dingen, die anders sind als wir, statt uns wirklich darauf zu besinnen, dass das, wie wir sind, eigentlich gut ist. Und was wir häufig in der Arbeit machen, ist die Versöhnung mit dem Selbst und mit der Situation. Und Sie machen das perfekt. Dass Sie wirklich so hingehen und haben gesagt, ich lebe da oben, da bin ich zu Hause. Ich muss Sie nur in einer Sache korrigieren, das Dumme ist beim Hirn, ich bin Hirnforscher auch, das Hirn speichert die negativen Ereignisse dummerweise viel besser ein als die positiven. Bei Ihnen gibt es glücklicherweise nicht, aber es ist ein schwäbisches. Ja, ist ein schwäbisches. Aber es ist normalerweise so, weil man sagt, die guten Ereignisse sind hirnkonform, da regt sich das Hirn nicht auf. Bei den schlechten Ereignissen regt es sich auf, wo es verletzt wird. Deswegen können die meisten Menschen Verletzungen viel besser speichern. Wenn jetzt jemand zu Ihnen kommt und ist unzufrieden mit dem Leben, anders als er, unzufrieden mit Beziehungen und sagt nun, ich möchte eigentlich meinen Job aufgeben, ich möchte meine Beziehung aufgeben und ich möchte jetzt, keine Ahnung, Therapeutin in Asien werden. Wie kommen Sie dann mit dieser Patientin oder dem Patienten dazu, um zu gucken, ist das der Traum, der wirklich dieser Person entspricht, der sie möglicherweise auch glücklich macht? Oder ist das ein Traum, der sie wegführt von dem, was für sie gut ist? Indem wir, also das heißt, so Dissonanzen und Konsonanzen überprüfen. Das heißt, was ist jetzt wirklich in deinem richtigen Leben? Und was wir immer wieder feststellen ist, wir sehen die positiven Dinge unseres Lebens nicht. Also was wir heute sehen, wenn Sie die Ehe als Beispiel nehmen. In der Ehe sind wir spezialisiert darauf, Negatives zu entdecken. Stellen Sie mir vor, Sie stehen morgens auf und gucken den anderen an und sagen, hey, es ist schön, mit dir aufzustehen, den Tag zu beginnen, statt zu sagen, wie siehst denn du schon wieder aus? Also das ist ein wesentlicher Punkt. Also ein wesentlicher Punkt ist für uns in der Arbeit, Ressourcen zu schauen, was hast du in dem, wo du bist, statt immer zu denken, das Gute liegt in der Ferne. Aber es gibt ja auch Probleme, die nun wirklich real sind. Wie gesagt, Sie sind Experte, haben aber auch eine eigene Lebensgeschichte. Sie hatten schwierige Familienverhältnisse, sind mit 10 Jahren weg, sind ausgerissen. Was war da? Warum war da der Antrieb da, ein neues Leben zu beginnen? Da war kein Antrieb, da war die einzige Chance zu überleben. Also wenn man in ein Heim kommt mit 10 Jahren und vorher einen Vater hatte, der einen seelisch und körperlich missbraucht, da gibt es keinen Antrieb, da gibt es einfach nur die Sache, du musst gucken, dass du da rauskommst. Aber natürlich kenne ich als Kind eine unheimliche Sehnsucht nach Frieden und diese Sehnsucht nach Geborgenheit. Und das war für mich, und deswegen bin ich auch so stark überzeugt davon, dass es die Grundbedürfnisse des Menschen sind. Dass man einfach erstmal aufgehoben ist. Das ist so ähnlich wie Essen und Trinken und das braucht unsere Seele. Wie sind Sie auf die Spur gekommen, indem Sie genau das, Geborgenheit, mit anderen Menschen dann auch gefunden haben? Ich hatte das Glück, dass mir dann immer wieder Menschen begegnet sind, also in der Zeit nach dem Heim, sind mir Menschen begegnet, die mir sowas gegeben haben. Und hätte ich das nicht gehabt, ich habe auch eine Zeit gehabt, wo ich drogensüchtig war. Und just in dem Moment, als ich sozusagen für den Entzug bereit war, traf ich einen Arzt, der bereit war, mit mir einen Entzug auf Korsika zu machen. Also es waren immer wieder Menschen da zur richtigen Zeit,
die dann das mit mir umsetzen konnten oder umgesetzt haben, was möglich war. Ja. Es gibt ja auch Menschen, die wissen eigentlich, was sie brauchen zum Glücklichsein. Und es läuft auch alles in die Richtung. Und dann kommen Ereignisse und nach denen ist plötzlich alles anders. Sie haben das erlebt. Ne? Sie sind Sozialpädagogin, haben noch ein Studium draufgesattelt, waren beruflich auch ambitioniert, wollten da viel schaffen. Wenn Sie sich in diese Zeit noch mal erinnern, welche Vorstellungen hatten Sie da vom Leben? Was war Ihnen wichtig? Was waren Ihre damaligen Sehnsüchte? Ja, ich glaube auch so eine Unabhängigkeit, eine Selbstständigkeit. Also ich wollte zwar Kinder haben, aber ich wollte auch immer weiterarbeiten. Ich wollte mich beruflich weiterentwickeln. Und mir war es immer wichtig, dass ich meine Selbstständigkeit behalte. Ja. Sie waren verheiratet. Sie hatten. Bin ich immer noch? Sind immer noch. Zum Glück. Zum Glück. Mit dem gleichen Mann. Sie hatten auch schon ein Kind zusammen. Wie groß war dann diese Sehnsucht nach noch einem Kind? Ja, also bei mir war es sehr groß. Bei meinem Mann weniger, weil er hat schon zwei große Kinder und von dem her musste ich so ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten. Haben Sie es geschafft? Wollte er dann auch? Oder? Ja, also wir haben uns dann geeinigt, dass wir also doch ein zweites Kind kriegen. Aber ich war ganz klar, ich war die treibende Kraft. Wie alt waren Sie, als Sie schwanger geworden sind? Also beim ersten Kind war ich 34 und dann beim Julius war ich 38. Was ja heutzutage auch ein total normales Alter ist, um nochmal schwanger zu werden, um Kinder zu bekommen. Haben Sie sich trotzdem da auch über Risiken in Schwangerschaften und so weiter informiert? Ja, also ich muss dazu sagen, mein Mann ist Arzt und von dem her, das Erste, was er gemacht hat, als wir uns dann also entschieden haben, noch ein Kind zu bekommen, war nochmal meinen Impfstatus zu überprüfen, ob auch alles in Ordnung ist, die Rötelnimpfung, alles in Ordnung. Und ich bin auch sehr bodenständig und sehr sicherheitsliebend. Von dem her habe ich auf alles geachtet. Kein rohes Fleisch gegessen, keine Salami, wenig Süßigkeiten. Alles, was man eben so beachten muss. Ja. Im Oktober 2012 war es dann soweit. Ihr Sohn ist zur Welt gekommen. Was war das für ein Gefühl? Ja, also zunächst toll. Also gut, natürlich, eine Geburt ist immer anstrengend, aber wenn man es dann geschafft hat, ist das natürlich überwältigend und es ist einfach faszinierend, wenn man dann das Kind auf dem Arm hält und man ist glücklich bis in jede Zelle hinein, ja. Wann haben Sie gemerkt, dass mit Julius, Ihrem Sohn, irgendwas anders ist? Also es kam dann recht schnell. Also so der erste Schock, sag ich, kam noch in der Nacht, als ich Julius so das erste Mal so auf mir hatte. Also er war ein bisschen zu klein, deshalb musste er die erste Nacht auch im Brutkasten sein. Und dann bin ich aber nachts noch hin und hatte ihn so auf dem Arm und dann habe ich ihn so angeschaut und habe so die Fingerchen alles untersucht. Und dann habe ich gemerkt, dass ihm an der rechten Hand ein Fingerendglied, am Mittelfinger fehlt. Und das war für mich schon der totale Schock. Und da dachte ich, oh je. Was ist das? Und wenn ein Stück vom Finger fehlt, das ist nicht gut, dachte ich. Und dann sind mir aber zunächst noch so Überlegungen durch den Kopf gegangen, er wird nie Klavier spielen können oder sowas. Oder kriegt man eine Frau, wenn ein Stück Finger fehlt? Also sowas war, solche Gedanken hatte ich da noch. Und ja, und dann wurde mir aber versichert, dass alles in Ordnung ist und so, dass es ja nur ein Stückchen Finger ist. Und ja, aber bei mir blieb so ein ungutes Gefühl und ich dachte, irgendwas stimmt einfach nicht. Da hat man vielleicht als Mutter ja auch nun das Kind in sich getragen, auch eine besondere Antenne, die vielleicht auch gar nicht medizinisch nachvollziehbar ist. Könnte ja sein. Ich frage mich das manchmal auch. Aber gut, jetzt im Nachhinein ist man halt immer schlauer. Ja. Ich glaube, es ist so, man hat grundsätzlich, da kommt ein neues Wesen auf die Welt. Man kennt sich noch gar nicht. Und ich glaube, da ist einfach immer viel Unsicherheit da. Und man hat immer so Sorge, ist auch alles in Ordnung? Ich denke, das ist einfach so, da verändert sich nochmal das Leben so. Das ist eine heikle Phase. Und in welcher Situation haben Sie dann erfahren, dass es mehr ist als der kleine Finger, dass da größere Probleme sind? Also eigentlich erst durch eine Routineuntersuchung, durch das, dass er so klein war, hat man sein Gehirn dann nochmal geschallt. Und eine Ärztin meinte, dass da was ein bisschen seltsam aussieht. Und dann kam der Chefarzt eben nochmal, hat dann nochmal geschallt. Und dann waren sie sich einig, dass er wohl eine Hirnblutung hatte. Also man hat vermutet,
während der Geburt oder vor der Geburt. Aber das hat sich alles nicht bestätigt. Es war keine Hirnblutung, sondern er hatte einfach da schon ein etwas auffälliges Gehirn. Ja, und dann ging eigentlich die Diagnostik los. Weil warum hat das Kind jetzt eine Hirnblutung? Und dann musste man zur Magnetresonanztomographie. Und da ging schon los, dass er dann eine Narkose brauchte. Und aus dieser Narkose ist er nicht mehr aufgewacht. Und dann hat man sich wieder gefragt, wieso wacht er nicht auf? Er müsste eigentlich wieder von alleine atmen. Und dann war schon irgendwie so die Frage, irgendwas stimmt mit dem Kind nicht. Aber letztendlich, auch bei dieser Magnetresonanztomographie, kam raus, dass das Gehirn zwar seltsam aussieht, also nicht ganz wie üblich, aber der eine hat halt eine große Nase, der andere eine kleine. Da haben sie uns noch beruhigt und meinten, vielleicht ist es einfach auch ganz, ganz normal. Aber das war es eben dann nicht. Also es hat sich dann herausgestellt, dass einfach was falsch angelegt ist in seinem Gehirn. Und ich glaube, die meisten hier wissen, wie das ist im Umfeld einer Geburt, mit wie viel Hoffnung man daran geht und mit wie viel Freude, aber auch mit wie viel Sorgen. Was ging dann in Ihnen vor sich, als es immer gewisser wurde, dass Ihre erste Intuition richtig ist? Ja, also ich bin in ein Riesenloch gestürzt. Also mir hat es wirklich den Boden unter den Füßen weggezogen, weil ich hatte das Gefühl, ich stürze von ganz oben nach ganz unten. Und ich habe nichts mehr. Ich falle aus dieser Gesellschaft raus. Ich habe keinen Platz mehr in der Welt, dachte ich. Und ich wusste überhaupt nicht mehr, wie ich mit diesem Leben überhaupt jemals zurechtkommen kann. Also es wurde ja dann immer schlimmer. Also wir hatten dann eine Diagnose nach der anderen. Dann hat unser Sohn epileptische Anfälle bekommen. Die wurden auch immer schlimmer. Die konnten wir gar nicht mehr behandeln. Nicht mal mehr mit Notfallmedikamenten. Und das war für mich einfach so ein Punkt, wo ich dachte, ich will raus. Ich schaffe das nicht. Ich schaffe dieses Leben. Also einfach auch Überforderung. Und Sie haben ja gesagt, Ihnen war immer die Selbstständigkeit auch wichtig. War das da auch schon so ein Gefühl, Mensch, was wird jetzt aus mir? Und aus dem Ganzen? Ja, also diese Vorstellung, das endet ja nie. Also wenn man dann Kinder in die Welt setzt, also wenn man ehrlich ist, man ist ja dann auch irgendwann froh, wenn sie dann mal Kindergarten, Schule und man hat dann auch wieder so ein bisschen mehr Freiraum. Und ich hatte nachts Panikattacken, weil ich mich an einem Pflegebett gesehen habe und Tag und Nacht meinen Sohn pflegen. Was bedeutete das dann in der Beziehung zu Ihrem Sohn? Konnten Sie ihn denn dann so richtig annehmen? Also, man wird da überschwemmt von allen Gefühlen. Mhm. Also, ich habe eine unglaubliche Liebe gespürt und dachte, ich will alles tun, um ihm zu helfen. Gleichzeitig dachte ich, das ist für mich wie lieber ein Ende mit Schrecken quasi, wie ein Schrecken ohne Ende, weil wir hatten also sehr oft eben auch lebensbedrohliche Situationen in der ganzen ersten Phase. Und also man hat alles. Ich habe mich also geschämt, also sonst freut man sich ja, man verschickt schöne Geburtsanzeigen mit schönen Fotos und wir haben keine Karte verschickt. Also es war immer so ein Gefühl, jetzt haben wir ein behindertes Kind gezeugt. Schuldgefühle, weil wir bis heute nicht wissen, was er hat. Dass ich dachte, ich habe irgendwas falsch gemacht in der Schwangerschaft. Weil wenn man keine Ursache kennt, ich konnte es für mich nicht einordnen. Also Sie haben ja gesagt, Sie sind dann in ein Loch gefallen, so von einem Moment auf den anderen. Mhm. Wie war das denn dann in den Wochen und Monaten danach? Ist das Sind Sie da unten geblieben? Ist das Loch größer geworden? Oder haben Sie langsam wieder Boden so unter den Füßen bekommen? Wie war das für Sie? Also ich war schon, also es ging schon bestimmt 2 Jahre, in denen es mir schlecht ging. Also hat Sie krank gemacht? Ja, also ich wollte es immer nie so wahrhaben, aber ich habe eine sehr gute Freundin, die ist Neurologin und ich war ja selber, ich wollte ja Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin werden. Ich war schon jahrelang in Analyse und auch mein Analytiker hat mich immer wieder darauf angestoßen und meinte, dass ich krank geworden bin. Und ich dachte immer, ich reagiere völlig normal auf diese Situation, dass es mir einfach dass meine Welt zusammengestürzt ist. Nun gibt es ja
auch Eltern, die beschreiben, welch großes Glück es sein kann und es ist, mit einem behinderten Kind zusammen zu sein. Und ich glaube, wir haben alle auch die Bilder in uns verankert, dass es, wenn man sein Kind sieht, es sowas wie eine ungeteilte Liebe und eine reine Liebe geben soll. Hat sie das auch vor sich selbst so ein bisschen verunsichert, dass einfach ihre Gedanken so diffuser waren? Haben sie gedacht, darf ich das überhaupt denken? Ja? Das war am Anfang ganz schlimm, weil ich auch dachte, man hört es ja immer, jetzt habt ihr das Kind, jetzt müsst ihr es auch so annehmen, wie es ist. Und das war für mich keine Frage. Ich hab Julius geliebt, also ich liebe Julius. Das ist für mich gar keine Frage. Aber es gibt eben auch diese anderen Gedanken. Und ich habe mich dann so unter Druck gesetzt, weil ich am Anfang dachte, ich darf die gar nicht haben. Das ist ganz schlecht. Und das sehe ich heute jetzt ganz anders. Aber das war nochmal ein zusätzlicher Druck, dass ich so in mir gespürt habe, ich fühle was ganz anderes. Und ich dachte, das Umfeld erwartet aber was anderes von mir. Wenn Menschen sowas erleben, so etwas oder auch etwas Ähnliches, dass man spürt, von einem Tag auf den anderen ist alles anders und die Lebensentwürfe, alles, was man sich so gedacht hat, ist plötzlich in Gefahr. Ist das dann wichtig, auch auszusprechen, zu sagen, ich bin jetzt verunsichert, ich bin überfordert, ich kriege das nicht hin? Also es ist immer wichtig, alles auszusprechen. Aber das, was Sie erzählen, ist ja einfach Betroffenheit jetzt mal. Wenn ich das höre, dann bin ich auch als Therapeut betroffen. Und dann kann man auch als Therapeut keine klugen Worte dazu sagen. Das ist Verzweiflung pur. Und ich finde, das ist aber etwas, wo man sich mitteilt. Und das ist scheinbar zwischen Ihnen und Ihrem Mann auch passiert. Also wenn man damit alleine ist, dann ist es schrecklich. Und wichtig ist natürlich, sich dann Hilfe zu holen. Aber letztendlich verarbeiten müssen Sie das. Und leben müssen Sie das. Und da finde ich es immer schlimm, wenn von außen Menschen kommen und kluge Worte haben. Ja, das musst du so machen und sonst was. Das kann keiner nachvollziehen, denke ich, der das in Ihrer Situation so erlebt hat. Und das finde ich, wenn ich Ihnen zuhöre, bin nur betroffen und würde auch sagen, als Therapeut, da kann ich jetzt nur Unsinn reden. Was hat Ihnen geholfen dann, wenn Sie es beschreiben? Also ich denke, das verschiedene Faktoren letztendlich. Also ich bin schon davon überzeugt, dass meine Analyse mir geholfen hat. Ich hatte während der Zeit einfach, ich bin dreimal die Woche zu meinem Analytiker gegangen. Also ich hatte zuvor eine Lehranalyse gemacht und habe dann eben, bin als Patientin dann hin. Und dann diese Kombination, wirklich da an mir zu arbeiten. Dann habe ich das Schreiben begonnen. Dann habe ich versucht, all das, was ich so erlebe und was ich, also diese Gedanken, die ich hatte, wirklich in Worte zu fassen. Das war dann für mich so die erste Arbeit, es zu strukturieren. Und dann die Zeit. Es ist einfach, die Zeit heilt tatsächlich die Wunden und natürlich meine Familie. Also, Ihr Mann? Wie hat sich das verändert oder sind Sie gewachsen? Wir sind auch wirklich durch schwere Zeiten gegangen, hatten schlimme Krisen während dieser Zeit. Aber wir sind Quassler, also wir quatschen ganz viel und hören auch erst dann auf, wenn wir irgendwie das Gefühl haben, jetzt verstehen wir einander wieder. Und jetzt sagen wir jetzt, das hat uns echt zusammengeschweißt. Wie geht's Ihrem Sohn? Wie geht's Julius heute? Also zurzeit geht's ihm, also für seine Verhältnisse echt gut. Es ist Sommer, er hat einfach weniger Infekte. Ja, also für seine Verhältnisse, er ist einfach zu, ja, man spürt es ausgeglichener. Also ich habe nicht das Gefühl, dass er leidet, sondern dass es ihm eigentlich gut geht. Wenn Sie sagen, für seine Verhältnisse, wie sieht denn sein Alltag aus? Welche Unterstützung braucht er? Also es tut mir immer leid, wenn ich immer sagen muss, was er nicht kann. Aber sonst ist es so schwierig, sich es vorzustellen. Also er kann halt nicht sitzen, nicht stehen, nicht laufen, nicht sprechen, nicht richtig greifen. Also er schluckt. Aber auch nur pürierte Speisen. Er hat auch so eine Magensonde. Also man kann ihn auch direkt über die Bauchdecke ernähren. Ja, und ansonsten lebt er mit uns mit. Was sind schöne Momente, die Sie mit ihm erleben? Wenn es ihm gut geht und wir sind einfach so zusammen. Und ich merke so, ich kann auch eine Bindung zu ihm aufbauen. Manchmal ist das ganz schwierig. Da hat man den Eindruck, er ist wie in einer anderen Welt. Aber manchmal, da blitzt sowas durch, dann da denkt man, das ist ganz klar und dann kommt so viel zurück und das berührt einen dann ganz tief. Haben Sie manchmal Sehnsucht nach Ihrem alten Leben oder nach Ihren alten Träumen oder sind jetzt neue entstanden? Also ich habe keine Sehnsucht nach meinem alten Leben. Nein, das kann ich so nicht sagen, weil ich jetzt mittlerweile
habe ich das Gefühl, das ist mein Leben und da gehört jede Minute dazu. Also ich kann nicht sagen, ich bin dankbar, dass ich das alles erlebt habe. Also man muss sowas nicht erleben. Ich bin eher dankbar, dass ich es überlebt habe. Aber jetzt bin ich ich und das hat mich auch wieder geprägt. Und Was macht Ihr Leben heute schön? Die Bindungen, würde ich sagen, jetzt so spontan. Also wirklich so dieses Gefühl, wie Sie es vorhin auch gesagt haben, aufgehoben zu sein. Also ich habe auch schätzen gelernt, wie schön Abhängigkeit sein kann. Also, wie meinen Sie das? Dass mein Mann und ich, dass wir wissen, also ich weiß, ich schaff's nicht allein. Also wir brauchen einander. Früher war ich immer so unterwegs, dass ich dachte, ach, ich schaff's auch allein. Also wenn das alles gar nicht klappt, dann komme ich allein super zurecht. Ich habe meinen Job und ich verdiene Geld und überhaupt. Und bei einem Streit, dann dachte ich, also gut, dann zieht einer aus oder so. Also so würde ich heute weiß ich, wir brauchen einander. Und das bedroht mich überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich kann das genießen. Schön, dass Sie einander haben. Es gibt ja nun Situationen wie bei Ihnen, da wird man unfreiwillig aus seinem Leben geworfen. Und es gibt, das hatten wir ja auch schon bei Ihnen, Herr Dicko, die Situation, dass man ganz bewusst entscheidet, ich verändere mein Leben. Und das selbst, wenn es von außen betrachtet, ganz, ganz prima aussieht. Wie bei Ihnen, Herr Neumann, Sie haben in Rostock gewohnt, leben dort auch immer noch. Und waren Zahnarzt, hatten... Bin ich auch noch. Sind Sie auch noch? Genau. Hatten eine Praxis, haben Sie nicht mehr. Ja, nicht mehr. Aber wie sah Ihr Leben damals aus? Beschreiben Sie sich selbst mal, bevor ich zu viel erzähle. Ja, also dieser Praxisalltag, der Beginn war wirklich so, wie wenn man was startet, 10 Stunden arbeiten, aber ohne Probleme, ohne Sorgen, weil es macht Spaß, was aufzubauen. Ich habe sie selbst gegründet, die Praxis, und dann wurde die größer. Und ich habe ein Labor aufgemacht und kamen Kollegen mit dazu, die bei uns gearbeitet haben. Wir haben uns neue Profilfelder gegeben. Es hat einfach unglaublich Spaß gemacht, dynamisch. 10 Stunden Arbeit, da ging es mir so wie bei Ihnen da, glaube ich. Wunderbar. Es wächst und es macht Spaß. Und ja, das hat mich auch dann jahrelang getragen und auch erfüllt. Aber irgendwann habe ich gemerkt, dass diese Zahnmedizin, so wie ich sie dann tätigen konnte, war ausgereizt für mich. Also ich habe dann noch Hypnose gemacht und wie viele ärztliche Kollegen irgendwelche anderen Sachen gesucht. Das ist ein bisschen auch Übermut, wie Sie vorhin gesagt haben. Wenn es einem zu gut geht, dann sucht man sich noch was anderes. Dann kam diese Idee Spanien. Das war für mich wirklich ein Traum, zu sagen, okay, südliche Sonne, da vielleicht zu arbeiten. Auch als Zahnarzt? Auch als Zahnarzt. Da wollte ich als Zahnarzt hingehen. Ja. Aber ich bin eben auch sehr bodenständig. Ich bin auch nie umgezogen. Auch wir haben eine traumhafte Heimat, Mecklenburg. Sie haben ja die Rinder da auch gesehen. Ne? Also ich wollte da auch nicht weg und ich hatte auch familiäre Wurzeln da, Freundeskreis, sehr guten, und ich wollte das eigentlich nicht missen. Das war mir auch klar, nee, weg will ich nicht mehr, bleib also vor Ort. Und ja, dann musste ich sozusagen, wenn das eben nicht veränderbar ist, dann musste ich mich also frei machen von dieser Arbeit, ich hatte tolle Patienten, es war auch ganz schön, ganz rührend, wenn auf einmal die Patienten in der ersten Generation auf einmal ihre Kinder mitbringen und man die dann auch behandelt. Und dann kennt man die ganze Familie, Familiengeschichten und so. Man ist ja dann auch Bestandteil. Es ist ja ein Zahnarzt, ja, man kommt ja dann doch immer wieder zu uns. Ne? Das ist ja sozusagen ein... Auch ein respektierter Beruf. Ein respektierter, ja. Das hat mich auch sehr erfüllt. Das war auch alles schön. Auch meine Praxiskollegen, das war alles sehr schön. Aber irgendwie fühlte ich mich eingesperrt einfach in diese Praxisräume. Es war klar, dass ich immer da hinfahren muss, da arbeiten muss. Als Zahnarzt kannst du nun nicht schwer irgendwo anders arbeiten. Bin auch mal nach Afrika gegangen, um da zu behandeln. Aber habe gemerkt, nein, das ist alles zu eng mir. Also obwohl Sie selbstständig waren, zu sehr in der Mühle, so kann man das sagen, in dieser Tretmühle, das immer gleich. Ja, in der Mühle, und dann kam dieses, ja, was eigentlich, was Sie so schön beschrieben haben. Das ist dann so, es ging mir sehr, sehr gut. Und jetzt die Frage, willst du eigentlich weiterarbeiten, um dass es dir noch ein bisschen besser geht? Also willst du noch irgendwo ein Ferienhaus haben oder ein Porsche fahren? Oder was sind eigentlich deine Ziele? Was sind meine eigenen Ziele? Was will ich im Leben? Und ich war dann so um die Mitte 40 und habe gedacht, wenn ich jetzt 10 Jahre noch weiterarbeite, dann bin ich vielleicht zu alt, was ganz Neues zu machen. Und dann habe ich gesagt, komm, einfach mal Schlussstrich ziehen und sagen, verkaufen. Habe mit keinem darüber gesprochen, weil sowas kann man auch nicht richtig besprechen vorher. Glaubt einem ja keiner, dass man sowas macht.
Und weil ich einfach wissen wollte, wie fühlt sich das an, einfach auf sich selbst wieder definiert zu sein. Wir Deutschen sind ja, wenn wir uns kennenlernen, zweiter Satz ist ja eigentlich, was arbeitest du eigentlich? Was machst du so? Was machst du denn so? Ne? Damit meint man immer den Beruf. Genau, das ist so. Und ich dachte, nee, das muss auch irgendwie was in mir noch sein. Also irgendwie verliert man sich auch vielleicht, wenn man so arbeitet, immer das Gleiche arbeitet, immer, man verliert sich selbst. Sie hatten diese Gedanken ja im Kopf und dann ist Ihr Bruder, Ihr, ich glaube, 4 Jahre älterer Bruder, auch noch an Krebs erkrankt. Ja. Ja. Wie viel Zeit haben Sie da mit ihm verbracht? Naja, da war ich ja noch im Praxisstress. Mhm. Er kam dann zu mir, hat mir dann seine Diagnose gezeigt, also die Histologie. Und dann war ziemlich klar, dass es eine kurze Zeit ist noch. Und der Bruder ist ja was anderes. Das ist ja kein Freund, den sucht man sich ja nicht aus, aber man ist ja trotzdem eng verbunden miteinander. Und der ältere Bruder ist sowieso immer so ein Konkurrenzkampf gewesen. Und auf einmal war er schwach. Das war auch komisch. Mhm. Alles für mich. Und ja, dann merkt man einfach, und er hatte auch natürlich noch Träume. Kleinere, andere irgendwie, aber auf einmal waren die Schall und Rauch. Auf einmal gab es eben nur noch diesen einen, wie kann ich noch eben die letzten schönen Tage erleben oder wie nehme ich Abschied von meinem Leben? Und dachte ich, okay, wenn du jetzt noch was ändern willst, das ist doch sozusagen ein Signal. Ne? Also das war wie so ein weiterer Baustein. Genau, ein Signal, nochmal zu gucken, mache ich jetzt wirklich den Schritt oder nicht? Und konnte Ihre Familie das denn nachvollziehen? Nö. Gar die Kinder haben gesagt, Papa, bist du jetzt völlig verrückt und wovon sollen wir leben? Und das ist also gar nicht so. Es war irgendwie ein klar, ne? Es ist ja irgendwie, ne? Man gibt eine Praxis auf. Und das haben Sie wirklich so vor mehr oder weniger. Naja, nachher, kurz vor dem Verkauf, habe ich natürlich darüber gesprochen, aber die Entscheidungsphase dahin, und ich wollte mich auch nicht überreden lassen. Also manchmal ist es ja so, wenn du das zu viel beredest, dann sagen alle, nee, mach mal nicht. Und dann ist man wieder ängstlich. Das wollte ich nur auch nicht. Ich wollte diesen Schritt auch für mich. Ich habe ja vorher auch geschafft, ganze Zeit, und habe ich gesagt, nein, jetzt würde ich einfach egoistisch für mich das entscheiden. Und was haben Sie dann gemacht? Naja, also erstmal haben wir dann auch eine Reise gemacht. So. Wir wollten eigentlich ganz lange wegfahren, einfach um auch mal andere Kultur ein bisschen wahrzunehmen, Sprache ein bisschen besser zu erlernen. Ich bin ja in der DDR groß geworden und unsere Sprachausbildung war immer so schlecht. Und da dachte ich auch, einfach mal was anderes erleben, länger vor Ort sein. Ich bin auch nicht der Reisende, der dann da wieder umherfährt, sondern ein Haus mieten und da dann sein. Das haben wir dann auch gemacht, nach Neuseeland. Und auch dann verging auch die Zeit, einfach Zeit haben, einfach sich auf sich selbst, ein bisschen an den Strand. Wir haben eine wunderbare Natur in Mecklenburg, am Strand zu sein. Ein bisschen im Café sitzen so. Ein bisschen im Café, viel lesen, die Sachen, die man lange nicht mehr gelesen hat, nochmal wieder hoch. Und das finanzielle Polster hat Sie da so durchgezogen? Naja, ich habe das Glück, was Sie beschrieben haben, das war einfach wirklich, da kann ich auch nur dankbar sein. Ich habe gut verdienen können in der Praxis. Das war ja auch was Verrücktes, also aus der DDR kommend. Ich bin ja Facharbeiter auch gewesen mal, in der früheren Zeit, und habe dann als Zahnarzt in der DDR schlechter verdient als Arbeiter. Ne? Also wir waren das gar nicht gewohnt, auf einmal so gut zu verdienen. Also insofern war ich auch sparsam mit dem Geld. Also ich habe das jetzt auch nicht weggeknallt. Ne? Und dann war ich ganz erstaunt darüber, dass man so gut verdienen darf. Und danke gesagt und habe mir natürlich auch ein bisschen was zurückgelegt, klar. Und dann kam irgendwann eine neue Herausforderung auf Sie zu. Wir reden jetzt wieder über den Beruf. Die Kunsthalle, eine sehr traditionsreiche Institution in Rostock, die Kunsthalle, sollte, wenn man so will, geschlossen werden. Ja. Was hat Sie dann dazu gebracht, jetzt zu sagen, ich ergreife da eine Aktivität, ich tue was für die Kunsthalle? Na, ich bin gebürtiger Rostocker und wie gesagt auch kaum umgezogen. Und die Kunsthalle Rostock wurde gebaut für die Biennale der Ostseeländer. DDR wollte immer anerkannt werden. Und das war alle 2 Jahre, Biennale eben, so eine Weltoffenheit da. Und das hat mich geprägt als Kind, als Jugendlicher, so, weil ich da gerne hingegangen bin. Es war faszinierend, das zu erleben. Und ich dachte mir, wenn das jetzt fehlt, da fehlt wirklich ganz viel dieser Stadt. Und ich habe ja das große Glück gehabt, in dieser Stadt auch glücklich zu leben und meinen kleinen Wohlstand auch mit zu erarbeiten. Und da habe ich gesagt, komm, du musst doch was zurückgeben. Ne? Das ist einfach ganz normales Engagement, was man leisten muss. Aber hatten Sie denn Ahnung von Kunst? Ja, ein bisschen schon. Naja, ich habe 2 Sachen gemacht. Ich habe als Student habe ich in einem Club gearbeitet, Studentenclubs, das war in der DDR sehr üblich. Und wir haben also ganz viel Kultur organisiert, Bands organisiert, Filmveranstaltungen, auch Ausstellungen. Konnte man sehr frei arbeiten, habe ich sehr gerne gemacht. Und in meiner Praxis habe ich, die war sehr groß, auch Künstler ausgestellt. Das ist heutzutage üblich. Damals in den 90ern war das gar nicht so üblich und hatte da schon das Gefühl. Und es war ja trotzdem auch eine Verrücktheit. Ich habe gesagt, komm, man darf das nicht schließen. Ich habe immer nur rumgenervt. Ich habe eigentlich immer nur genervt. Nein, das darf man doch nicht zumachen. Das darf man doch nicht zumachen. Das darf man doch nicht zumachen. Und irgendwann hieß es ja, dann machen Sie es doch. Dann machen Sie es doch. Hätten Sie, wenn Sie jetzt hören, ich bin Zahnarzt, sagt er Ihnen,
und ich will jetzt die Kunsthalle leiten, eine große, große Institution, was ganz wichtig ist, habe eigentlich keine große Ahnung davon. Hätten Sie ihm dazu geraten? Also erstmal rate ich als Therapeut nicht. Und das Zweite wäre gewesen, möchte Ihre Frau das auch? Also die Frage ist, hat Ihre Ehe das mitgetragen? Also weiß ich, möchte ich jetzt nicht, vielleicht wollte ich nicht beantworten, aber das würde mich natürlich interessieren, geht dabei eine Struktur kaputt? Ja, da ist eine Struktur auch kaputt gegangen. Das ist eben so was Gefährliches daran, dass eben, wenn die ganze Familie das bei Ihnen trägt, dass die Familie mit bei Ihnen auch, aber bei Ihnen eben dann muss man wirklich auch so weit sein, dass man sagt, ich riskiere auch meine Ehe. Ja. Also der Gedanke ist so stark, dass sich Strukturen auflösen, Entschuldigung. Ob das nun daran das lag, das weiß ich natürlich auch nicht, aber es ist natürlich so, ich habe das dann mit so viel Eifer gemacht und wenn man so ein Museum, ich habe es erst mal gedacht, das kann man so ein bisschen wie ein Frühstücksdirektor machen, aber das funktioniert nicht. Es ist ein städtisches Museum und es ist ein Verein, der das im Auftrag der Stadt betreibt. Und ich bin Geschäftsführer des Vereins und habe dann nachher gemerkt, nein, du musst dich da wirklich richtig einbringen und täglich da arbeiten. Und dann ist es eben wirklich viel Arbeit, eine Institution, die nicht so gut funktioniert. Kunstmuseen haben es ohnehin schwer, zum Leben zu erwecken oder mit den Mitarbeitern, mit den städtischen Mitarbeitern, mit eigenen Mitarbeitern klarzukommen. Das war wirklich viel, viel Arbeit. Haben die sich denn gefreut, dass sie kamen? Oder gab es da auch Leute, die sagen, jetzt kommt unser Zahnarzt und jetzt geht das doch ganz den Bach runter? Genau das war natürlich die Grundreaktion. Ganz klar, wie soll das jetzt gehen? Kann ich auch verstehen. Also wenn ich da arbeiten würde als Kunsthistoriker und da kommt da so ein Zahnarzt. Dazu muss man sagen, ich habe meine Marketingausbildung bei der Pharmaindustrie gemacht nach der Wende und habe dadurch also das Marketing gelernt und letztendlich, viele Kunstmuseen leiden auch, glaube ich, in meiner Sicht darunter, dass sie von Historikern geführt werden, Kunsthistorikern, die dann diese Sichtweise haben. Und ich habe besucherorientiert drauf geguckt. Und letztendlich ist es ein Unternehmen, was dafür da ist, Künstler auszustellen, damit Besucher die sich angucken können. Und wenn Sie die Besucher ansprechen, müssen wir auch sagen, sie sind erfolgreich. Mittlerweile sind es doppelt so viele Besucher als vorher. Und dafür muss man erstmal sagen, Respekt dafür. Sie haben ja die Strukturen angesprochen und damit in gewisser Weise auch ins Schwarze getroffen. Es hat sich was verändert in Ihrem Leben. Wie hat sich denn Ihr Leben jetzt verändert? Auch privat, sind Sie anders geworden oder sind Sie mehr Sie selbst jetzt heute? Das weiß ich nicht, aber die Arbeit, also das finde ich ein hohes Glück, wenn man das machen darf. Das sage ich auch wirklich Danke dafür, dass ich das kann. Ich habe jetzt eine Arbeit, die mir, ich sage mal, zu 95% Spaß macht. Es gibt also vielleicht ein paar Verwaltungsaufgaben, die mich ein bisschen langweilen vielleicht auch mal oder mich belasten, wenn man das führen muss. Aber sonst im Großen und Ganzen ist es so eine abwechslungsreiche, so eine vielschichtige Arbeit, wo ich dankbar bin, dass ich die jetzt habe. Aber die macht mir so viel Spaß, dass ich natürlich auch manchmal ein bisschen über das Ziel hinausschieße und vielleicht zu viel arbeite, dann wieder zu viel unterwegs bin. Weil das ist natürlich auch ein bisschen die Frage. Man muss natürlich eben viel sehen, man muss mit vielen Leuten sprechen, damit man Künstler eben dazu gewinnt, in Rostock auszustellen, was ein tolles Haus ist. Das Museum ist wirklich grandios, aber trotzdem ist es natürlich nicht der Nabel, also nicht Berlin. Und das erfordert Arbeit, aber das ist wirklich die große Gefahr, glaube ich, wenn man was macht, was man mit so viel Feuer und so viel Leidenschaft macht, dass man ein bisschen nicht überdrehen. Überdreht. Und wenn Sie aber nochmal zurückschauen und Sie haben ja aufgehört als Zahnarzt auch in der Sehnsucht nach einem neuen Leben, nach einem anderen Leben. Sind Sie jetzt da? Ist diese Sehnsucht gestillt oder ist da immer noch etwas, was Sie treibt? Ich finde schon, dass ich noch Träume in mir habe, die ich gerne verwirklichen möchte. Die Arbeit jetzt macht mir sehr viel Spaß und ich hoffe, dass ich das auch noch lange betreiben darf und dass ich auch den richtigen Moment erkenne, wo ich vielleicht dem Ganzen nicht mehr dienlich bin. Also das ist ja, glaube ich, die große Gefahr. Ich habe das glücklicherweise mit dem Team auch der Kunsthalle vorangebracht. Wir haben wirklich gute Besucherzahlen. Wir kriegen jetzt einen Neubau vom Bund gefördert, immerhin. Also im Kunstmuseum wird eher eigentlich klein gespart. Wir kriegen also mehr Unterstützung. Aber manchmal stört man ja auf einmal dann doch mit seiner Arbeit irgendwann. Also falls ich das erkennen sollte, dass ich dann irgendwie vielleicht doch neue Träume auch verwirklichen kann. Aber im Moment sage ich, super, für mich perfekt gelaufen. Auf jeden Fall toll, dass Sie so erfolgreich sind und dass Sie weiterhin Träume haben. Ich meine, es gibt
Es gibt ja offenbar Leute, die sind Zahnarzt, sind erfolgreich, dann machen sie was anderes, sind erfolgreich. Es gibt aber auch... Darf ich mal kurz fragen, ja? Wie man Erfolg definiert? Weil also Erfolg ist ja nicht unbedingt der berufliche Erfolg. Ich habe es jetzt als beruflichen Erfolg. Ich habe es verstanden. Als beruflichen Erfolg, ich würde nicht sagen, dass es im Leben gleichzusetzen ist mit Erfolg. Da haben Sie völlig recht. Da gibt es schon viele, die für ihre berufliche Sehnsucht dann den privaten Preis bezahlen. Aber genau auf diese Etikette will ich hinaus. Also, dass man sagt, erfolgreich. Was ist das denn überhaupt? Es gibt ja auch Coaches, die sagen, ich mache aus jedem einen Gewinner. Was halten Sie von solchen Sätzen? Also, das sind Quatschköpfe. Klare Worte. Klare Worte. Ich bin jetzt ja wieder in einer glücklichen Beziehung. Und also, es war, das weiß man nicht. Vielleicht ist einfach die Änderung oder sowas der einen Sache. Und ich habe es auch gelernt, es besser einzubauen und auch nicht mehr so übers Ziel zu schießen. Also, das, ich bin auch wieder gelassener geworden. Also, auch das ist zum Glück wieder eingetreten. Also, insofern bin ich jetzt dankbar, wie es ist. Und, aber es ist wirklich ein Lernprozess. Aber es ist, glaube ich, bei jeder Veränderung, dass man sich dann neu wieder orientieren muss und wieder sich einnorden muss. Und Freundschaften auch nicht zu verlieren, das finde ich eine ganz wichtige Sache für mich. Absolut. Ich finde es dann ganz wichtig, wie man als Gewinner definiert. Also ist wirklich der Gewinner, der viel Geld verdient? Oder ist es der viel Macht hat? Den habe ich verloren. Oder sowas. Also ich verdiene jetzt wesentlich weniger. Nein, also ich glaube, für mich ist der Gewinner, der innere Zufriedenheit erlangt. Das ist jemand, der wirklich gewinnt. Und das ist jemand, wenn jemand sagt, als Coach, das kann jeder. Man muss sich klar sein, die Persönlichkeit ist im Alter von 12 Jahren festgelegt. Temperament, Charakter, alles besteht. Und du wirst aus dem introvertierten Schüchtern nie einen Kracher machen. Das gibt's nicht. Es sei denn, du überforderst ihn und damit bringst du ihn dann letztendlich zu mir. Dafür bin ich dankbar, weil ich dadurch viele Patienten habe. Aber es ist einfach dummes Zeug. Also es geht eigentlich einfach darum, einen stimmigen Lebensentwurf zu finden. Und dazu gehört vielleicht aber auch dann die Fähigkeit zu sehen, wer ich auch wirklich bin. Oder? Welche Fähigkeiten ich habe und welche Ressourcen ich habe und dass ich zufrieden sein kann. Also da gibt es ja auch diesen Glückszwang gerade, dass wir alle glücklich sein müssen. Ich bin sehr zufrieden, wenn wir es schaffen, dass wir zufrieden sind. Wir haben die Fähigkeit zur Zufriedenheit verloren, das kann man wirklich sagen. Und wir suchen immer nach was Neuem, immer im Fernen. Und was mein Weg in der Therapie ist, immer die Leute darauf zu zentrieren, schau doch, was du hast. Darf ich eine ganz kurze Geschichte erzählen dazu? Ja? Es gibt diese Geschichte von dem Mann, der sein Leben lang im Keller wohnt und immer davon träumt, wenn ich im ersten Stock wäre, da wäre ich glücklich. Und so lebt er sein Leben lang und stirbt völlig unglücklich im Keller und sagt, wenn ich im ersten Stock sterben würde, da wäre ich glücklich. Und was er vergisst, ist, sich sein ganzes Leben lang den Keller gemütlich einzurichten. Und das ist das, was viele Menschen machen. Die denken immer, wenn ich das machen würde, jenes machen würde, da könnte ich glücklich werden. Und das ist natürlich durch Internet und durch die ganzen Medien, die wir haben, immer schlimmer geworden. Dass wir immer denken, das Glück liegt ganz woanders. Und was wir auch sehen bei Beziehungen, die Beziehungen werden bindungsunfähiger, zusammenbleiben ist heutzutage die Ausnahme. Wir denken immer, woanders ist es noch. Und damit verlieren wir wirklich die Fähigkeit, uns selbst anzunehmen. Meine Klinik ist voll davon, von Menschen, die immer anders sein wollen. Und dann hilft natürlich die Schönheitsindustrie. Mein Kollege Herr Mang in Lindau, ich komme ja aus Lindau, der operiert dann noch ein bisschen, schnitzt draußen rum und sagt, Schönheit kommt von außen und versteht nicht, dass Schönheit von innen kommen kann. Also wir verändern von außen, wir verändern die Fassaden und vergessen völlig, dass es innen drin liegt. Es liegt die Fähigkeit in dir. Sie nicken. Ja, im Moment. Dieses im Moment sein, das ist etwas, was ich für mich sehr entdeckt habe. Wenn ich im Moment sein kann, dann kann ich ganz viel Glück erleben. Wenn ich aber immer an morgen denke, was vielleicht schlechter wird. Oder an gestern, deswegen bin ich ein Feind der Analyse. Gestern ist genauso schlimm, genau. Ja. Wenn ich mehr im Jetzt sein kann, dann ist eigentlich alles gut. Das habe ich für mich so herausgefunden. Sie haben ja auch schon einen Weg hinter sich gebracht und der führt dann auch wieder zu Erkenntnissen und bringt einen weiter. Aber trotzdem wollen wir den auch noch mal nachvollziehen. Sie haben auch entschieden, Ihr Glück zu suchen, etwas zu wagen. Das Thema hatten wir auch schon öfter. Ihr Glück auch in Sri Lanka zu suchen. Ja. Da haben Sie aber auch Enttäuschung gefunden. Und es gab auch ein finanzielles Desaster. Da werden wir auch noch drüber reden. Sie waren in der Schweiz. Sie waren vorher verheiratet.
haben auch eine Praxis gehabt. Hat Sie das so ein bisschen erinnert, das, was wir gerade besprochen haben? Also so nach dem Motto, irgendwie, man ist erfolgreich, man kriegt Anerkennung, aber man ist in der Mühle? Oder wie würden Sie Ihre damalige Situation beschreiben? Ja, meine Situation war ein bisschen anders. Ich hatte eine Ausbildung zur Allgemeinmedizinerin gemacht in der Schweiz und hatte mich dann spezialisiert auf die Homöopathie. Mhm. Und ich war in einem Kanton in der Innerschweiz, südlich von Luzern. Ich war die einzige Frau im Kanton, die einzige Ärztin, die Homöopathie machte. Und ich machte meine Tür auf und es war eine Lawine von Leuten, die zu mir kamen. Was toll war, fühlte sich wirklich toll an. Mhm. Aber ich merkte plötzlich, mein Terminplan war über 3-4 Monate hinaus ausgebucht. Ich war wirklich, da kam dieses Gefühl von Angebundensein, Freiheit war dann nicht mehr so. Es war erdrückend. Ich hatte Wochenendedienst, Nachtdienste, es war einfach ganz, ganz eng. Und dann hat bei mir etwas Gesundheitliches angefangen, wo ich reagieren musste. Und zwar habe ich massive Schlafstörungen entwickelt. Und Schlafstörungen sind ein ganz fieses Thema, weil sie auf der psychischen Ebene oder auf der körperlichen Liege einen Grund haben können. Und ich habe auf allen Ebenen gesucht und bin nicht fündig geworden. Dann plötzlich eines Tages hatte ich eine Idee und das war wirklich wie eine Eingebung, anders kann ich das nicht sagen. Ich hatte plötzlich die Idee, also Ferien brauche ich sowieso, aber was mache ich? Ich mache eine Ayurveda-Kur in Sri Lanka. Und ich weiß nicht, wie diese Eingebung kam. Ich wusste nicht mal, wo Sri Lanka liegt. Ich wusste nicht, was Ayurveda ist. Aber der Name klang irgendwie aber gut. Aber ich habe zu meinem Mann gesagt, ich muss eine Ayurveda-Kur machen. Und zwar genau in Sri Lanka. Es war damals noch nicht in den Zeitschriften. Das ist heute überall. Es war ganz speziell. Sie haben uns schon auf die Alp geholt. Sie haben uns schon auf die Insel Kos geholt. Jetzt beschreiben Sie uns mal. Sie kommen nach Sri Lanka, Sie fliegen dahin. Ja. Wie war das? Ja, ich werde immer die ersten Momente erinnern. Ich bin ja dann oft wieder hingereist, wenn diese Tür vom Flughafen aufgeht und man kommt aus der Aircondition raus und diese tropische Luft. Mhm. Ich habe im ersten Moment gedacht, ich bin zu Hause. Ich bin zu Hause. Es war einfach so schön. Es war nicht nur einfach, ich habe jetzt Ferien. Ich wusste ja noch nicht, wie die Kur wird, aber es war einfach wie vertraut, wie bekannt. Und ich bin der Meinung, wir werden wiedergeboren. Ich bin der Meinung, wir haben mehrere Leben schon erlebt. Und ich würde schwören, ich habe in Sri Lanka schon gelebt. So fühlte es sich an, zu Hause. Wirklich wahr. Wie war das mit den Menschen? War das da auch ähnlich faszinierend? Weil Sie beschreiben jetzt die, die Schönheit der Landschaft und die Temperatur. War das auch im Umgang was Besonderes? Ja, es ist natürlich speziell, wenn man in eine Kur geht, wo man jeden Tag mit Öl massiert wird, wo man durch die Tage getragen wird mit feinem Essen. Und die Asiaten, die haben einfach eine Art, die ich sehr liebevoll finde. Sie strahlen, die Augen strahlen, sie sind sehr freundlich und natürlich müssen sie es in einem Kurhotel auch sein, das ist ganz klar, ist mir bewusst, aber es geht sehr tief, weil man ist dann auch sehr offen in so einer Kur. Und die Menschen haben mich von Anfang an fasziniert und ich habe immer gesagt, dieses Strahlen in den Augen der Menschen, das vermisse ich zu Hause. Warum erlebe ich das zu Hause nicht? Sie sind dann ja auch immer wieder dorthin. Ich bin immer wieder hingefahren, ja. Kann man sagen, sie hat auch immer weniger in der Schweiz gehalten dann? Ja, das ist richtig, das ist richtig. Es war aber auch wirklich ein Begleitthema, diese Schlaflosigkeit. Mhm. Die hat mich immer wieder beschäftigt. Ich bin in Therapien, ich habe alles gemacht, was mir nur einfiel. Ich habe mich sehr reflektiert. Und ich habe gemerkt, immer wenn ich drüben war, ging es mir besser. Ich bin dann einmal, meine Ehe fing dann auch an zu kriseln. Mein Mann war auch überfordert, hilflos. Wir wussten nicht vorwärts, rückwärts, wie geht's jetzt weiter. Ich musste nur liegen. Ich musste meine Praxis aufgeben. Ich war, anders als Sie, nicht freiwillig dann raus aus der Praxis. Und dann habe ich gesagt, ich arbeite jetzt 6 Monate mal in einem Ayurveda-Hotel als Gästebetreuerin. Einfach, damit ich mal dort bin, mich wieder auftanke und mal gucke, wie fühlt sich das an. Und es ging mir besser. Es hat mir einfach irgendwas gut getan dort. Irgendwann sind Sie auch auseinander mit Ihrem Mann. Richtig, und dann ergab sich ja auch die Möglichkeit, nach Sri Lanka wirklich zu gehen und dort zu arbeiten. Was war das? Wie ergab sich das? Ja, ich habe jetzt schon bei der ersten Kur ein schönes Ritual gemacht. Und zwar ist am Abschluss jeder Ayurveda-Kur ein Blütenbad. Das heißt, eine Badewanne wird gefüllt mit Blüten, werden bestimmte Muster gelegt. Man darf sich da reinlegen und das ist zutiefst berührend. Und jedes Mal habe ich ein paar Blumen genommen, bin ans Meer gegangen und habe gesagt, Buddha, es ist ein buddhistisches Land, überall ist Buddha, Buddha, bitte hilf mir, in diesem Land zu leben. Ich möchte hier leben. Und das habe ich viel gemacht, oft gemacht. Und ich habe viel davon geträumt. Und plötzlich bin ich zu Hause in der Schweiz und bekomme ein Mail.
von einer Hoteliersfrau, bei der ich eine Kur gemacht habe, eine Deutsche, und die sagt: Kerstin, wir bieten dir einen Job an in Sri Lanka. Du kannst bei uns als Gästebetreuerin arbeiten, du kannst unsere Gäste während der Kur psychologisch begleiten, also 2 Wochen einfach auffangen, weil da kommen viele Heilkrisen. Aber nicht als Ärztin? Nee, oder was? Als Betreuerin, Begleiterin, nicht als Ärztin. Nicht als Ärztin. Die Leute haben ayurvedische Ärzte, die machen da die ganze Kur. Ich hätte die Leute einfach auf Deutsch in ihrer Muttersprache psychologisch gestützt, sagen wir mal so. Und das klang für mich wie, ja, Buddha hat mich gehört, jetzt wird mein Traum wahr. Das ist eine Art von Fügung. Das habe ich so empfunden und das war für mich... Klar, diese Chance packe ich, wenn ich 10 Jahre lang darauf hoffe, gehe ich. Wie ging es dann weiter? Dann habe ich in der Schweiz alles aufgegeben. Ich habe es nicht so machen können wie Sie schrittweise. Erstens ist es sehr weit weg. Zweitens hätte ich irgendwie in der Schweiz was finanzieren können, wo ich meine Möbel etc. Das konnte ich mir nicht leisten. Also habe ich einen Cut gemacht, alles aufgegeben und bin rüber. Ich hatte ja einen Job, ich hatte ein Visum, ich hatte eine Unterkunft und habe gedacht, das ist es jetzt. Träume können auch wahr werden. Dann war es leider so, dass dieses deutsche Ehepaar 1 Monat lang von mir sehr begeistert war und dann plötzlich fanden sie mich unterqualifiziert. Ich hätte ja keine psychologische Ausbildung, haben sie gefunden. Und nach 3 Monaten haben sie mich rausgemobbt aus ihrem Hotel und ich musste gehen. Und dann standen Sie natürlich da jetzt. Dann hing ich total in der Luft, weil ich hatte in der Schweiz kein Zuhause mehr. Ich hatte alles aufgegeben, ich hatte nicht mal mehr Kleider für zu Hause. Und mein Traum war ja immer noch da. Den Traum hatte ich immer noch nicht gelebt. Und dann kam wieder so etwas wie eine Fügung oder ich weiß es auch nicht, dummer Zufall. Ja. Liegt manchmal eng beieinander vielleicht. Damals war der Zufall schön. Sehr schön. Genau. Ich habe dann einen sri lankischen Mann kennengelernt, der auch noch fließend Deutsch sprach und der zufällig ein Strandhotel hatte und gerne noch eine Unterstützung in Form von einer deutschen Frau gehabt hätte. Was war das so für ein Typ? Wie würden Sie ihn beschreiben? Er war sehr erfahren im Umgang mit europäischen Frauen. Er hat seit 15 mit Touristen gearbeitet. Er wusste, was wir brauchen, was uns gefällt. Er konnte fließend Deutsch. Er war sehr charmant. Ein bisschen jünger noch. Ein bisschen so jünger als ich, 10 Jahre jünger. Alle Klischees. Mitte 40, ja. Er war Mitte 30. Ja, aber er gab mir die Möglichkeit, ich konnte in seinem Hotel wohnen. Ich konnte mich engagieren. Das Hotel lief nicht besonders, weil er nicht das Händchen dafür hatte. Und ich habe dann angefangen, das eine Webseite zu machen, Booking.com, TripAdvisor. Ich habe das zum Laufen gebracht. Wir haben renoviert. Ich habe dann eben Geld investiert, auch in das Hotel. Und es fing an zu laufen. Leute kamen, Wie viel haben Sie investiert? Darüber möchte ich nicht exakt sprechen. Aber es war ein Teil meiner Rentenversicherung in der Schweiz. Die konnte man sich auszahlen. Also schon ein ordentlicher Betrag. Ja, einige 10.000 Franken. Ja. Ja. Und wenn Sie diese Beziehung noch mal sehen, als Sie ihm das Geld gegeben hatten, hatten Sie immer das Gefühl, ja, das ist alles gut? Oder gab es auch andere? Absolut. Und gab es denn Leute, die gewarnt haben und gesagt haben, Mensch, verrennst du dich da nicht? Jawohl, es gab 2 Menschen aus Sri Lanka, die mich angerufen haben und haben gesagt, du pass auf, der ist nicht so ganz koscher und da war schon mal eine andere Frau und so weiter. Aber dann muss man dazu wissen, in Sri Lanka ist jeder neidisch auf den anderen. Das ist etwas, was man mit der Zeit erlebt. Man kann überhaupt niemandem trauen, weil keiner gönnt dem anderen das Schwarze unter den Fingernägeln. Es ist so schwer, irgendeine Information zu kriegen. Und mein Bauchgefühl war natürlich durch die rosa Brille und durch diese Enttäuschung, dass ich diesen Job auch verloren hatte, war alles durcheinander. War das denn so ein richtiges, ich sag mal, Verknalltsein? War das mit Leidenschaft nicht nur so, wir machen jetzt und wir organisieren und ich tue was für deine Homepage, sondern es war schon richtig viel... Von mir aus ja. Ja. Von mir aus ja. Von ihm aus glaube ich nicht so. Von ihm nicht so? Nö. Haben Sie das dann mitgekriegt? Also ich meine, sowas kriegt man doch mit, oder? Ja, dass der eine leidenschaftlich ist. So allmählich, denn deutlicher. Ja. Eben die rosa Brille ist am Anfang sehr stark, weil es dann auch einfach eine Lösung war für mich. Ja. Und von ihm aus war da, glaube ich, nicht viel. Und wann ist aus der rosa Brille eine rote Ampel geworden? Also. Ja, es hat eine Weile gedauert. Natürlich ging mein Geld dann irgendwann aus, weil das Geld, was ich hatte, das war investiert. Ich musste wieder zurück in die Schweiz, habe dort eine Weile gearbeitet, bin dann wieder nach Sri Lanka, nicht zu ihm. Die Beziehung hatte ich dann beendet und habe einfach in Sri Lanka noch eine Weile leben wollen und spüren wollen,
ist es nun das Land meiner Träume oder nicht? Aber ich meine, ich stelle mir das jetzt vor, Sie sind da hingegangen, es ist das Land, mit dem Sie viel verbunden haben, Ihr neues Zuhause, Ihre neue Liebe, auch er ja das neue Zuhause. Und jetzt merken Sie, das Geld ist weg, die Enttäuschung ist da. Ist das nicht wirklich von Wolke 7 ganz nach unten? Also wie tief war der Schmerz? Ja, das hat unsagbar wehgetan. Aber ich wusste, wenn ich jetzt nicht wenigstens noch eine Weile in diesem Land bleibe und das Ganze verdaue, dann sitze ich irgendwann zu Hause und es zerreißt mich einfach. Und diese Sehnsucht, die mich rübergetrieben hatte, war ja nicht er, sondern irgendwas, was ich nicht wirklich fassen konnte. So ein Zuhausegefühl. Und darum habe ich mir dann dort einen anderen Job gesucht und habe noch ein Jahr dort gelebt und habe in der Zeit diese Beziehung innerlich abgeschlossen und habe intensivste Vergebensarbeit gemacht mir gegenüber. Und habe gesagt, was hast du dir da angetan? Also war da auch Scham so ein bisschen? Natürlich, natürlich. Ich habe mich sehr geschämt, ja. Sie haben ja dann nochmal einen Mann kennengelernt. Ja. Waren Sie denn da schon wieder offen? Also ich stelle mir gerade vor, wenn man sowas erlebt hat, dann ist man ja auch erstmal, bis man wieder Vertrauen fasst, das dauert ja, oder? Das dauert. Es war dann aber so, dass er einfach auch so eine Art, er war so ein gutmütiger Teddybär, auch ein Singalese, ein ganz, ganz warmherziger. Also er hat mir sehr, sehr viel gegeben, der erste eigentlich nichts. Das habe ich immer so erhofft, erdacht. Der zweite hat mir sehr, sehr viel gegeben und ich habe gefunden, der tut mir doch jetzt gut. Aber war denn da war dann auch nicht so. War auch nicht so, okay. Warum? Wer kam dann? Was war da auch nicht so? Ja, er war verheiratet, das war nicht klar. Es war nicht klar und das hat mir niemand gesagt. Und als ich das herausgefunden habe, er war mit einer Französin verheiratet, die immer in den Ferien dann nach Sri Lanka kam, dann war wirklich auch das zu Ende. Weil dann wurde es kompliziert, das brauchte ich nicht mehr. Ja. Also da hatten Sie sich gerade sozusagen wieder aufgebaut, berappelt, wieder versöhnt, hatten wieder Hoffnung, haben wieder einen Job gehabt, wieder eine neue Liebe gehabt, dachten, ich bleibe jetzt vielleicht sogar. Ja. Und dann, das war wahrscheinlich der eine Schlag zu viel. Ja, dann war wirklich klar. Also ich kann, es ist so viel, was ich nicht verstehe in dieser Kultur. Ich habe gemerkt, ich komme in diese Kultur auch nicht hinein. Es geht einfach nicht. Es geht einfach nicht. Ich habe es probiert und ich bin dann wieder zurück in die Schweiz und jetzt schlussendlich wieder nach Deutschland zurück. Ja, ich musste diesen Traum aufgeben. Ja. Und wie war das dann? Wie sehr hat Sie das auch, ich meine, wie gesagt, Sie haben gesagt, das ist ein größerer Betrag Geld weg gewesen. Standen Sie hier dann auch erstmal und mussten überlegen, was mache ich jetzt? Also wie geht es mit meiner Existenz weiter? Ja, natürlich, das musste ich ständig überlegen. Ich musste mich ja dauernd selber finanzieren, das habe ich auch immer geschafft. Aber das Geld, was weg ist, ist ja ein Teil meiner Rentenversicherung. Das schmerzt jetzt noch nicht. Aber ich musste schon immer wieder neue Jobs suchen natürlich und hatte das Glück, dass die Schweizer Firma, für die ich jetzt schon 10 Jahre tätig bin, immer wieder neue Jobs für mich hatte und das hat immer irgendwie wieder weiter geklappt. Was machen Sie heute? Ich arbeite im Moment noch für eine Schweizer Krankenkasse in der telefonischen Gesundheitsberatung. Das heißt, in der Schweiz hat jede Krankenkasse die Möglichkeit, man kann rund um die Uhr dort anrufen und mit einem Arzt gratis telefonieren. Und ich habe jetzt die Möglichkeit bekommen, das in Hamburg im Homeoffice zu machen, für diese Schweizer Firma. Das ist der Job, der mich ernährt. Und ich mache noch viele andere Sachen, die mich auf einer seelischen Ebene jetzt ernähren und mir sehr gut tun. Und zwar bin ich als spirituelle Lehrerin jetzt unterwegs und leite Seminare mit Engeln, mache Workshops, was meine kreative Ader sättigt und was mir da ein gutes Gefühl gibt und was in Sri Lanka eigentlich schon auch ein Teil war, der mir gefallen hat, dieses Hotel aufzubauen. Das mache ich jetzt eben für mich. Und ich fotografiere leidenschaftlich gern. Das habe ich jetzt für mich entdeckt. Ist das auch ein bisschen daraus entstanden? Weil ich denke, man muss ja dann auch mit so einem Lebensabschnitt umgehen. Ne? Ja. Da sind Sehnsüchte, die Sehnsucht nach einem neuen Leben. Ja. Dann merkt man, Mensch, ich zweimal gehofft, zweimal ist es daneben gegangen, jetzt bin ich da weg. Welcher Teil ist das dann in meinem Leben, auch im Rückblick? Ja. Ist das auch dann, Sie haben Versöhnungsarbeit angesprochen, also welche Haltung haben Sie jetzt zu dieser Zeit gefunden? Wofür war es gut oder auch nicht gut? Oder war es einfach eine Enttäuschung? Also ich habe sehr viel über mich gelernt. In der Zeit sind meine Schlafstörungen verschwunden. Also irgendeinen heilenden Wert hatte es. Ich habe meine kreative Ader jetzt entdeckt. Ich weiß jetzt, was für mich wichtig ist. Ich bin immer noch eine Reisende. Das bin ich jetzt einfach von der Art her. Ich bin ein Zwilling vom Sternzeichen her. Ich werde immer weiter reisen. Aber in mir ist mehr Ruhe eingekehrt. Und das ist für mich sehr, sehr schön, das fühlt sich sehr gut an.
bin ich jetzt auch weniger empfänglich für solche Versuchungen. Also wenn man in sich selber zu Hause ist und in sich selber ruht, wie auch immer, mit Reisen oder ohne, dann ist man weniger empfänglich für solche... Also es hat auch was mit seinem Selbstwertgefühl in gewisser Weise, dass man in sich auch schon... Ja, ganz sicher, ja. Wenn Sie das hören, ist es auch so, dass Sie sagen, welchen Schritt man auch geht und ob man es als Niederlage empfindet oder auch nicht, es ist immer für was gut? Ja, das Leben, ja, jeder Tag sollte ja so gestaltet sein, dass er für irgendwas gut ist. Also ich denke schon, wenn man das Glück hat, das so zu erkennen für sich. Und mich hat zum Beispiel auch viel geprägt, dass ich eben aus auch schwierigen Kinder- und Jugendverhältnissen war und eben nicht Abitur machen durfte so leicht und so. Also ich musste mir viel erarbeiten und ich glaube, wenn man das einmal erlebt hat für sich, dass man, wenn man an sich glaubt, so, und das kannst du, glaube ich, am besten, wenn du auch Niederlagen hast, ne? Also aus denen du dann wieder ein bisschen hervorgehst. Und ich, also deswegen ist es schon, glaube ich, sehr prägend. Und wenn man sieht, also wie ich jetzt meine Kinder erziehe, wie bepampert die ja sind wirklich und wie viel denen abgenommen wird, manchmal frage ich mich auch, ob das jetzt wirklich so richtig ist, ne? Also, also ich kann das nachvollziehen, dass einen das stärkt. Und ja, und man, wenn durch Wunderheilung auch noch die Schlafstörung weggegangen ist. Das ist ja, aber also ich muss mal, darf ich kurz was sagen, sonst platze ich. Sie dürfen immer was sagen. Platzen wollen wir vermeiden. Platzen kann ich ruhig mal. Also das, was mich halt ist, an der ganzen Geschichte tierisch ärgert, ist, dass Sie sich selbst die Schuld geben und die Scham haben. Mhm. Weil was mir fehlt, ist die Wut auf diesen Idioten, der Sie über den Tisch gezogen hat. Und was wir einfach vergessen ist, so, Wut ist ein ganz gesundes Gefühl. Ja, und dass wir halt, also wir haben ja in der Therapie oft so dieses ewige Verzeihen und Verstehen. Das geht mir da zu weit, sondern das war ein echter Idiot, der hat sie wirklich über den Tisch geholt, der hat sie fast ruiniert. Ja. Und der ist der Arsch und nicht sie. Ja. Ja, das finde ich ganz wichtig, dass wir nicht reinkommen und sagen, was habe ich falsch gemacht dabei. Das ist richtig. Ich glaube, sie haben sich einfach in den falschen Mann verliebt. Das ist richtig. Und das hat immer wieder passiert. Haben Sie diese Wut? Die war da. In Sri Lanka habe ich da allerhand mit Wut gemacht. Wenn Sie heute gefragt werden, nach all dem, was Sie da erlebt haben, würden Sie denn sagen, ja, wenn jemand sagt, ich habe Sehnsucht und ich will da und dorthin, würden Sie immer noch sagen, lebe deinen Traum? Oder würden Sie sagen, denk ein bisschen vorher nach und überlege? Ja, auf jeden Fall nachdenken. Ja. Das ist, also eben für mich war es eine Entscheidung. Ich habe in dem Moment, wo ich den Job angeboten bekam in Sri Lanka, bekam ich in der gleichen Woche einen Job in der Schweiz, wo ich auch mehr Geld hätte verdienen können, Karriere. Und es war so die Frage Herz oder Kopf. Und ich habe alles auf Herz gesetzt, das würde ich jetzt nicht mehr so machen. Natürlich muss der Kopf mit rein. Aber es war doch eine wichtige Zeit. Es war eine wichtige Zeit, wo Sie gelebt haben. Natürlich. Und es sind Episoden Ihres Lebens, die ich ganz wichtig finde. Natürlich. Wenn wir jetzt trotzdem, wir haben hier ganz unterschiedliche Geschichten. Und wenn jetzt jemand an dieser Schwelle ist, ich habe diese Sehnsucht, und er überlegt sich jetzt, oder sie überlegt sich jetzt, Mensch, mache ich jetzt den Sprung oder nicht? Dann sagen Sie ja, Mensch, guck auch in dein Leben, guck jetzt hier rein. Wie erkenne ich dann, erklären Sie es nochmal, fassen Sie es nochmal zusammen. Wie erkenne ich, ob das möglicherweise oder vielleicht auch wahrscheinlich, Sie sagen ja auch, wir sollen nachdenken, etwas ist, was mich glücklich macht, was mich zu mir führt. Lassen wir das Wort glücklich sein, aber was mich zu mir führt oder ob es mich von mir wegführt. Ja, also nehmen wir mal die Liebe raus, ja? Weil die Liebe ist etwas, da bist du nicht mehr vernünftig. Also, aber wenn ich halbwegs noch bei Sinnen bin, dann wäre es ganz gut, sowas zu machen, was wir Dissonanz und Konsonanz nennen, sich einfach einen Zettel nehmen und draufschreiben, was ist in meinem Leben so, wie ich mir es wünsche und was ist in meinem Leben nicht so, wie ich es mir wünsche. Und wenn die Konsonanzen höher sind als die Dissonanzen, dann sollten Sie schauen, dass Sie in dem Leben bleiben, wo sie sind, und schauen, dass sie sich da wirklich gemütlich einrichten. Und das Interessante ist, wenn sie da schauen, werden sie viel mehr entdecken. Das Irre ist, wie, wenn sie zum Beispiel eine schöne Wohnung haben, wie oft sind wir in der schönen Wohnung? Wir gehen morgens zur Arbeit, kommen abends zurück und dann sollten wir mal 4 Wochen einfach, das macht er wunderbar. Das, was er gesagt hat, den Alltag genießen. Ich werde ihn ja auch nie in Behandlung bekommen. Darf ich vielleicht noch was sagen? Sie hat mir erzählt, Buddha hat ihr also die Erleuchtung gebracht in dem Ayurveda-Bad mit den Blumen und was weiß ich was. Ich habe einen Holzzuber, ja, da lasse ich heißes Wasser rein, da kommt vorne ein Brett drauf, da rauche ich eine Zigarette und stelle ein Glas Whisky drauf. Da brauche ich nicht nach Sri Lanka fahren, sondern das kann ich bei mir zu Hause machen. Hab da einen Bitter gleich noch heute. Was sagen Sie? Wollen wir das als Schlusswort stehen lassen? Das können wir wirklich. Ja.
Also. Nochmal. Erstmal Sehnsucht nach einem neuen Leben. Erst nochmal vielen Dank an alle Gäste hier heute von uns. Wir sehen uns wieder in einer Woche. Fragen uns dann. Glücklich ohne Partner, jetzt die Spätschicht, unter anderem mit Matthias Riechling, mit Sissi Perlinger. Wir sind froh, dass wir jetzt wieder Woche für Woche für Sie da sind und sehen uns wieder am nächsten Freitag in Ihrem Nachtcafé. Bis dann.